Diese Pfanne. Ermix Massaker. Messermusik, Asphaltmusik, Straßenwahrheit. Straßenapotheker, Politiker. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce. Es ist eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, wie immer an dieser Stelle des Jahres ein mega überdimensionaler Jahresrückblick-Talk aus der Sicht von Flizzmeister Flair. Wir haben uns natürlich getroffen und yes, was soll ich euch sagen, Freunde? Es ist eine überlange Folge geworden, deswegen will ich das Intro kurz halten. Ich will euch nur kurz erzählen, ich war im Gym, wo ihr trainiert, und wir haben zwischen den Trainingseinheiten immer wieder aufgenommen. Zu Besuch waren auch André und Memo waren wieder da. Es wird eine lustige Folge auf jeden Fall. Nur, dass ihr wisst, warum wir so viele Locations gewechselt haben. Und Memo hat auf jeden Fall in einer Location die Kamera gehalten. Deswegen wackelt es so sehr. Aber gut, alles gut. Freunde, ich würde sagen, ich halte das Intro kurz. Viel Spaß, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Obwohl, wir sehen uns noch bei der Badewannenfolge. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch guten Rutsch. Ich sag mal so, Freunde, ich halte das Intro kurz. Jetzt erstmal viel Spaß mit Flüssi. Was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht, was geht ab, wo ist die Energie? Wo ist die Energie? Du hast das Internet gefickt mit Energie. Und dann muss ich mir jedes Mal wieder eine neue Geschichte einfallen lassen, die Scheiße jetzt toppt, wa? Ja. Nee, gar nicht, gar keinen Bock, Alter. Ja, einmal erzählt, fertig, aus. Ich wollte sagen, warum sind wir hier? Weil wir dem Memo auf die Fresse hauen wollen. Genau, der Memo hat mich zum Kampf herausgefordert, wie einige andere Rapper gerade in der Hip-Hop-Szene mich zum Kampf manchmal herausfordern. Ja, aber nur verbal. Also da will jetzt keiner wirklich in den Oktagon, oder? Also gibt's da... Boah, wenn ich das jetzt auspacke, Alter, dann mache ich den Beef wahrscheinlich größer, als er ist. Also es gibt schon so ein, zwei Typen, die immer so mir privat bei Instagram schreiben und Welle machen. Lass diese Geschichte... Ich bin ja eh nur hier oben, weil hier oben ist Dings Restaurant. Fertig, aus, Alter. Was soll ich hier? Ich zieh mich an wie ein Kämpfer. Ja. Und aber du trainierst ja schon echt, oder? Ja, ja, ja. Nicht nur rumgehangen. Ja, ja. So, Mann, Alter. Aber es ist natürlich schön jetzt zu den Feiertagen. Hat man mehr Zeit, weißt du? Ja, normal. Bist du, warum hast du dir kein Studio? Warum gibt's keine Trainingsmöglichkeiten in Berlin? Gibt es bestimmt auch, aber hier der Besitzer, Heinrich, ist halt ein langjähriger Freund und so. Keine Ahnung, ich bin da so reingekommen. Alles klar. Gut, 2018 Jahresrückblick. Wir haben einige Jahresrückblicke hinter uns. Erstmal, bevor ich anfange mit so Hip-Hop-Jahresrückblick oder mit so Sachen, sag doch mal erstmal 2018, lass mal Revue passieren, sag mal was. Ja, es war das, ich glaube, mein erfolgreichstes Jahr, was so das Finanzielle angeht. Gesundheit auch, super top. Viele neue Freunde bekommen, viele Feinde wurden gestürzt. Es war so dieses Jahr für mich jetzt in der Musikkarriere so nach dem Motto so, ja, Flair hat sich hochgekämpft, Flair ist jetzt untouchable, keiner kann ihn mehr runterholen, er ist die Legende, er hat es jetzt in Stein gemeißelt, so. Das ist so der Film. War das mit Farid vertragen? War das schon wieder länger? Nee, jetzt, das, ja. Ist, das war 2017, ne? 2017, genau. Ja. Aber auch mit Farid und mit dem ganzen Ruhrpott und so, ist alles noch familiärer geworden hier mit dir und mit deinen Jungs. Ich bin immer mehr jetzt raus aus Berlin, immer weniger in Berlin. Wir haben dich entberlinisiert. Entberlinisiert. Nee, aber die paar Berliner, die dann in Berlin auch noch was zu melden haben, mit denen lege ich mich dann halt auch an irgendwie, weil man will dann doch irgendwie eine Beziehung miteinander haben. Also bei mir war ja ein bisschen was mit Kapital jetzt am Ende, weil der aber auch bei Bushido ist. Das heißt, so die Feinde, die Camps, die man irgendwie immer noch hatte über die letzten Jahre, die hat man irgendwie immer noch. Aber trotzdem sind so viele neue Blickwinkel dazugekommen, dass jetzt auch ein Beef, jetzt nicht mehr so ein ernstzunehmender Beef ist wie vor ein paar Jahren. Ist super entspannt, die Modemarke ist immer größer geworden. Ja. Die Deals sind immer größer geworden. Ich bin jetzt bei Universal im Vertrieb. Super, Alter, super, super. Ich blicke eigentlich auch so, jetzt blicke ich schon wieder nach vorne, dass es für mich gerade voll schwer ist, Revue passieren zu lassen. Ist das nicht generell eine Krankheit von so Selbstständigkeit, dass man nie genießt, was man gerade hat? Oder was man gerade gemacht hat das Jahr, sondern schon wieder nur den nächsten Plan, weißt du, dass man nicht genießen kann.
Oder bist du so? Das ist aber auch die Natur der Sache, dass es sozusagen, man macht, daran merkt man ja, dass man das nicht fürs Geld macht oder für irgendwelche Goldplatten oder irgendwelche Zahlen, weil dann hätte ich schon viel früher aufgehört. Es gibt gewisse Bereiche, da steigen die Zahlen, es gibt gewisse Bereiche, da stagniert es. Das wäre jetzt dann, da müsste man eine Analyse machen, warum ich jetzt mehr Sachen, mehr Trainingsanzüge und mehr T-Shirts verkaufe als jeder andere Rapper in Deutschland, aber warum es dann andere Rapper gibt, die mehr Streaming-Zahlen haben. Oder wenn ich mehr Amazon-Boxen verkaufe, warum habe ich dann nicht mehr Streaming-Zahlen als... So, das sind so... Ich bin da der Sache verfallen, also ich liebe die Sache, ich mache das, weil das mein Ding ist. Es kann manchmal sein, dass ich ein Album fertig habe und das mir so Spaß gemacht hat, das Album zu machen, dass ich schon mit dem Kopf beim nächsten Album bin, bevor das Album rausgekommen ist und ich eine Resonanz habe. Oder zum Beispiel die Connor EP, die kam so gut an, dass wir da echt saßen im Studio und jetzt dachten, okay, lass uns den nächsten Film. Ich so, nee, das ist der Film, den die alle jetzt, das ist ja gerade der aktuelle Film. Man liebt es so sehr, daran zu doktern und man liebt es so sehr daran, den Vibe zu catchen, so, dass man auch sich auch ein bisschen sozusagen manchmal zurückholen muss, weil die Leute natürlich auch konsumieren und die Leute, es ist ja auch ein Tanz mit den Fans. Du gibst was, die geben dir Feedback, dann guckst du ein bisschen, willst du darauf eingehen, willst du nicht darauf eingehen. Und wenn du dann aber eine Sache raushaust, die komplett gut ankommt, die komplett, dann bist du auch ein bisschen manchmal verdutzt. So, deswegen, ich bin der Sache verfallen. Also ich kann alleine deswegen nicht so sehr nach hinten schauen, weil es mir immer um die Sache geht, immer um den Spaß. Ja, die Connor EP kam überraschend gut an. Mhm. Aber warum eigentlich überraschend, sagst du? Weil du gesagt hast, ey, das ist eigentlich nur so ein... Na, es war ja das erste Mal jetzt, dass ich dann sozusagen nach diesem Versprechen, dass ich jetzt so ein bisschen wieder diesen alten Flavor, Sample-Flavor mit neuen Drums, es war ja dann das erste Mal, wo ich dann das jetzt wirklich gezeigt habe. Ja. Es kamen davor zwar ein paar Singles raus, ich glaube, es ist ja Dieser Boy kam vorher schon raus, Kein Wie Mich kam schon raus. Alle gefeiert. Bei Dieser Boy konnte man schon absehen, die Leute haben Bock. Aber dann halt trotzdem drei Songs, die eigentlich aufs Album sollten. So, und da war schon ein bisschen Muffensausen. Da dachte ich schon, okay, Alter, wenn die jetzt mir alle sagen, nee, du Rapster, zu neue Flows oder so, das war schon komisch. Und dann kam es ja auch mit Farid zeitgleich raus und dann kam die Connor EP in der Umfrage bei hiphop.de noch mal besser an als Farid seine EP, was völlig krank ist, weil er ja auch so einen riesen Impact hat mit seiner Single mit 6ix9ine, mit The Game, so, weißt du, deswegen war einfach super entspannt, dass dann man gibt den Leuten was, man verkürzt so ein bisschen die Wartezeit aufs Album. Ja, das ist auch fast schon Pflicht, würde man als Unternehmer, muss ich sprechen. Ja, voll. Das geht ja gar nicht mehr anders. Ja, ich bin auch so ein Fan davon, dass wenn der ganze Markt sich in die Sache entwickelt, vielleicht dann auch mal was Neues machen, weil so, aber es ist natürlich optimal, dass du eine EP raushaust, streamingmäßig, die Leute können es pumpen, Wartezeit wird verkürzt, du kriegst auch noch einen Eindruck, ein schnelles Feedback von den Leuten, dann kommt das Album, in der Zeit verkaufst du Amazon-Boxen, dass du so alles mitnimmst. Ich bin gar kein Fan von nur Streaming oder nur das oder nur das. Ich finde, Alter, hey, du brauchst ein starkes Album, auch dieses Album, diesen Albumfilm sollte man weiter verfolgen, plus aber starke Singles, die aber auch in dem Kontext von dem Album passen. So ist halt, wie es immer damals auch schon Kunst war, weißt du, wo die großen Künstler das echt geschafft haben, dass sie starke Singles bringen, die aber auch in dein Albumkonzept reinpassen. Lass uns nur ganz kurz da einsteigen, nicht so lange, aber nur ganz kurz, was ist mit CDs? Machst du das auch noch überhaupt? Ja, wir haben jetzt Amazon-Boxen gemacht, wir haben einmal mit der Frank White College-Jacke haben wir Boxen gemacht, dann habe ich nochmal eine andere Box gemacht mit dem Sweater, dann wird es auch nochmal physische CDs im Markt geben. Ja, jetzt, meine ich, wird es CDs? Ja, da wird es noch ein paar geben, klar. Aber der Markt schrumpft ja dramatisch. Ja, also. Da wird ein paar Dinger werden gepresst, so. Und finde ich auch irgendwie komisch, dass man irgendwie auf der einen Seite die CD noch macht für die Box. Ja, aber sonst keine, ne? Ja, dann macht gar keine CD mehr. Das sag ich seit locker ein Jahr in jeder Was-Los-Folge, sag ich. Das macht doch nur noch einen Stick rein oder macht einen Spotify-Account rein. Was weiß ich, aber eine CD hat doch gar keinen Sinn mehr. Gar keinen Fick nur Kopf, ne? Fick nur Kopf, es kostet den Künstler. Die Leute müssen das verstehen, weil die mir schreiben immer, hey Roos, warum sagst du scheiß CD? Ja. Aber die paar Leute, die Geld, es kostet sehr viel Geld und es ist ein großes Risiko. Ja. Wenn die Scheiß zurückkommen, geh mal und voraus. Dann lieber Stick oder was auch immer. Oder geht nicht auch verrückt, das habe ich aber auch schon einmal gesagt, geht nicht keine Musik reintun, nur Fanbox? Als Thema zu der Mucke, die dann Chart, auf Streaming kommt. Chartwertung ist dann natürlich nicht mehr dabei. Ja, weil so, scheißegal, machst Geld.
machst du dein Geld, der Fan hat, Fans haben was von und Musik, Bruder. Aber vielleicht echt auf einen USB-Stick oder in so eine scheiß so eine Spotify-Karte. Eine Spotify-Karte, hier zieht ihr mein Album rein. Ja. Yeah. Oder was weiß ich, Amazon-Karte oder... Stimmt eigentlich. Du bist eigentlich der Erste, der das machen müsste, weil... Aber jetzt hat's Bruce erfunden. Ja. Aber da, nee, aber weil du halt immer neue Wege gehst. Ja. Und du bist einer von den wenigen Leuten, die immer neue Wege gehen. Das wäre eigentlich genau dein Ding. Ja, gute Idee. Ich rede mal mit Universal. Ich meine, die Vinyl machst du ja auch nicht, weil sich das einer anhört. Das ist ja nur noch ist Liebe, geil, ist geil und so. Ja. Das finde ich auch geil. Ja. Aber die CD... So, jetzt wieder alle Hater. Roos, warum? CD super. Ja, wegen dir macht Flair keine CDs mehr. So, ich guck gleich mal und der Fan fragen ohne Ende. Yes, ja. Was hast du da Schönes? Weihnachtsfettmodus, komm ins Bild, damit die Leute wissen, wer uns fett macht. Das ist der... Der Fettsack. Der Weihnachtsmann. Vorbei. Nimm dir. Eins, komm, eins. Also die Leute hassen, wenn wir essen bei Interviews. Sorry. Yes. Memo möchte mit mir in den Ring gehen, vergleicht dieses Szenario mit Memo und mir, vergleicht er mit Buba und Caris. Ich bin natürlich Caris. Lass uns mal über Buba Caris reden. Ja. Also, ich habe schon gesehen, es ist ein richtiger Flyer draußen. Ja. Weiß einer von euch, ob Buba und Caris das selbst auch geteilt haben? Buba hat ihn ja herausgefordert über Insta. Der hat auf jeden Fall einen Flyer geteilt, das habe ich gesehen, aber... Kann mal einer auf Insta gucken, ob Buba oder Caris es selbst auch geteilt haben, weil das wäre jetzt offiziell dann. Buba hat ihn noch auch über Insta herausgefordert. Ja, aber gut, aber hat er jetzt anders... Ob der Event jetzt steht, keine Ahnung. Aber das war mit Datum alles, das war... Hat keine Ahnung. Caris auch? Buba hat es geteilt. Uff. Oh, scheiße, also die meinen es eigentlich... Money, big das ist echt Big Money, 20.000 Leute passen in den Saal rein. Ja, das ist geil. Das ist Price Fighting, ja, ist geil. Wäre das auch was für Deutschland? Definitiv. Wer würde denn, aber das ist, Buba ist Kämpfer, der seit über 10 Jahren, glaube ich, macht der K1 oder so. Auf jeden Fall macht er die ganze Zeit schon und dann, wenn er da jetzt MMA macht, dann bin ich gespannt, was er da machen will. Ich bin echt gespannt. Ja, bin ich gespannt. Ja, der Caris ist auch nicht ohne, der ist Soldat gewesen, glaube ich, jahrelang und der ist stark auch, aber wenn du jemanden hast, der trainiert hat, das kannst du nicht aufholen. In 3 Monaten. Naja, was ist denn jetzt mit Memo? Sollen wir das filmen? Ey, Memo. Film das mal. Du und Flair filmen wir das. Ja, halt, löscht mich wieder auf Insta. Wir machen das. Das war Ansage, ne? Ey, sag mal, McGregor-EP, Conor McGregor-EP und Khabib-EP von Farid. Wieso habt ihr denn nicht dann überlegt, ey, lass uns doch gemeinsam Ich muss das jetzt so sagen und dann kann Farid jetzt gerne sauer auf mich sein, aber dieses Mal kann er eigentlich nicht sauer auf mich sein, weil er kam dann, meinte, ey, wie sieht's aus, wollen wir danach nicht noch eine zusammen machen? Ja. Dann habe ich mir einen Titel einfallen lassen, Octagon EP. Er hat zugesagt. Ja. Dann habe ich natürlich jetzt über die Weihnachtsfeiertage lange an meinem Album gearbeitet. Dann haben wir wieder drüber geredet und dann hieß es, es ist jetzt zu viel Zeit vergangen, lass uns das doch nicht machen. Kann man ja immer noch machen. Leute können ja voten dafür. Hey, schreibt in die Kommentare. Komm, stürmt mal jetzt hier Farid seine Instagram-Seite, dass er mich wieder anmacht, weil ich immer so viel Quatsch in den Interviews. Wollt ihr die Octagon EP? Aber das ist ein geiler Name. Das ist krass, oder? Octagon EP und dann Octagon 1. Von gegen Khabib 2. Khabib. Ja, das ist eigentlich. Erste Idee war, die Nummer, also die UFC-Kämpfer haben ja Nummern. Ja. Dass man die Nummer nimmt von dem Khabib-McGregor-Fight. Aber. Ja. Octagon EP ist, glaube ich, mehr on point. Ey, gibst du mir Kaugummi, Memo? Ich kauche leiser so. Ja. Musst du wissen, die Fans haten das immer ab. Fans, dann, jetzt Fans, könnt ihr ihn abhaten. Die Fans sollen mal froh sein, dass wir jetzt hier überhaupt sitzen beide. Ja. Über Weihnachten. Was ist denn jetzt eigentlich mit Jahresrückblick? Manu hat auch schon einen gemacht, ne? Ja, ich habe mit Manu zum ersten Mal eins gemacht. Und macht es Sinn, zwei zu machen? Ja, wir machen viele. Wir haben jetzt, glaube ich, 10. Das heißt aber, wir reden über Themen, über die noch keiner geredet hat. Ja, wir reden auch vor allem viele Themen aus deiner Sicht. Dein Jahr wird ja ganz anders ausgesehen. Ah. Yes, ja. Ja gut, dann lass uns mal, was wäre denn überhaupt mit einer Collabo-EP, Collabo-Album mit Farid, wäre sowas denkbar? Klar. Ja? Hm. Ich guck mal, Hip-Hop-mäßig,
haben wir wie jedes Jahr besten Alben, besten Lines, beste dies, beste ja. das. Lass mal ein bisschen durchgehen, deine Meinung abchecken. Gott sei Dank habe ich nicht, dass du jetzt hier die Liste hast, weil ich bin so... Ja, Spanier, aber... Alter, ich weiß, ein Scheiß. Ist ja normal, alles gut. Ich checke ab so. Bevor ich dir das vorlese und so weiter, kannst du ja auch immer schon auch deine Sachen sagen, weil nicht, also die ganze Jury bestehend aus 25 Menschen, verschiedene Redaktionen sind dabei, dies, das. Die nominiert sind für die Awards. Genau, das ist okay. Jetzt auch wieder die, aber wir müssen, also ich nehme die Awards-Sache hier nur zur Leitfaden für uns, aber wir können auch komplett über andere Sachen reden, also über andere Alben, okay. Die dich vielleicht mehr geflasht haben. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, zum Voting auch für die Awards, sind beste Alben. Kann ich mir die Liste angucken? Besten, ja, ne? Also national. Du bist natürlich auch drin, Flair Flizzy, aber lass mal vielleicht dein Album raus. Sag mir mal, was du von den anderen Alben hältst. Jetzt. Wer das beste Album gemacht hat, mit dem meisten Impact, Solo-Album? Mhm. Ganz klar Jizzes, glaube ich. Mit Wolke 7. Genau, Wolke 7. Das war so das, wo die Leute gesagt haben, oh, der kommt jetzt mit einem Solo-Album, der hat bei Worldstar seine Single. Ja, genau. Natürlich ja. Ist Palm aus Plastik auch wieder ein Riesenthema ja. gewesen, aber hat nicht diesen... Ich fand Palm aus Plastik 2 war so ein bisschen, ja, das kommt. Das ist der zweite Teil, das machen die jetzt. Die reiten die Welle so, weißt du? Und ich glaube, Wolke 7 war so, hatte mehr Kultcharakter. Danach würde ich sogar sagen, Luciano. Luciano hat ein überraschendes Album rausgehauen, überraschender Typ. Was sagst du zu so Sachen obwohl, wie. Alex Hash? Ja, auch. Alex Hash hat ein geiles Ding gemacht. Aber auch zum Beispiel hier. Mojo und Alias. Ja, was sagst du zu dem Album? Hast du gegeben? Achso, ist nicht so. Ich habe jetzt schwer. Nee, es war doch mal schön so. Hm, so, was haben wir noch? Also nicht so dein Geschmack. Okay, dann. Katastrophe. Casper Materia war auch so, wo ich sage. Ja, aber das war doch gut. Es war sehr konstruiert, fand ich. Live konstruiert so. Also erwartbar auf jeden Fall eine Menge, ja, aber ja. Was sollen die sonst machen? Ich kann halt Casper auf den Tod nicht ab. So jetzt musikalisch? Wie der redet, wie der sitzt, oder wie der seine Stimme verstellt. Ich verstehe nicht, wie so Autonormalverbraucher hören die ja. Wie die sich sowas geben können und dann bei mir, bei Rappern wie mir sagen, wir sind anstrengend. Oh, Alter. Geschmackssache. Wir Champion. Oh, Alter, wo ich das gehört habe. Materia ist richtig Dings. Guter Künstler. Krass ernstzunehmend und krass, krass guter Mensch und so. Aber Casper, das ist für mich leider so. Ich würde mir die Liebe zu Materia fast verkacken wegen einem Casper, weil ich den so krass nicht abkann. Wow, okay. Kollege Monument war jetzt einfach nur so, Kollege ist immer auf einem hohen Level so, aber war jetzt nicht wie zu den Top-Kollege-Zeiten, wo jetzt sich das ganze Jahr nur um Kollege gedreht hat. Ja, ich meine, man muss auch sagen, der hat viel gemacht. Ne? Die haben JBG, Platin war gestern, ja, das, dann Buch, also ja. Deswegen kommt das einem vielleicht so vor, er hat jetzt nicht mehr viel gemacht, aber ne, weil das ist auch die ganze Zeit auf. Ich finde, er hat zu viel gemacht. Also ich vielleicht persönlich so, auch von außen so. Oh, Alter, wie viele Videos der alleine dazu gedreht hat. So international? Hörst du dir, was mit AZ Fast Life fand ich noch sehr gut. Wer? Fast Life von AZ, das Album. Ich finde bei denen die Videos krass, die haben krasse Singles, krasse Videos. Alben habe ich mir von denen, ich bin der Meinung, dass deren Alben nicht deren Stärken sind. Achso, also mehr so auf Single ja, basierend. Ja, das sind für mich voll so diese Hitmaschinen so, weißt du, kommen mit einer Single, immer geiles Video. Die haben, jetzt wo du Videos sagst, ich war jetzt letztens auf AZ Suna Konzert in Köln und da ist mir mal aufgefallen, wie viele Hits die haben, wie oft die Gold gegangen sind ohne ein Video. Das ist echt anormal, Alter. Mhm. Die haben einfach, keine Ahnung, Original oder Nummer 1, glaube ich, ist auch Gold und so, ohne Video. Das ist krass, crazy. Ne? Fällt er mal später erst auf. Beste Album international. Was sagst du denn da? Da habe ich ein paar aufgeschrieben. Genau. Kani natürlich. Ganz klar, Meek Mill Championships. Ganz klar. Meek Mill? Ja, ganz klar. Okay. War in der von den Kritikern gelobt, von der Szene, von anderen Rappern, mit der Geschichte dahinter von Meek Mill. Pusha T, dieses Daytona war so auch nicht schlecht. Travis Scott, würde ich sagen, hat die krasseste Single gemacht, aber nicht das krasseste Album. Welche Single? Mit Drake, wie hieß sie? Sicko Mode. Sicko Mode. Okay. Ich muss sagen, ich fand Sicko Mode gut, aber durch das Video feiere ich das noch mehr. Na klar, ich habe es vorher
Nee, ist ja auch so ein Mischmasch-Song. So untergegangen. Ja, ja, ja. Aber das Album, ich fand das Album, ich musste es ja auch. Also was heißt musste? Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt. Eminem, du warst ja da, ne? Ich musste ja, ja. Ich war ja da und so, war geil. Ich habe mich damit, aber ich hätte mich sonst nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Ich fand auch, dass der so ein bisschen untergegangen ist, ja, allgemein schon. Also ich sehe gerade, dass er mega auf Tour ist. Der macht eine Tour mit Dings, das, Alter. Unglaubliche Stadion-Tour. Aber ich fand halt die, gerade was er vorher gemacht hat, da hat er die Messlatte viel zu hoch. Also da hat er jetzt nicht erreicht, meiner Meinung nach. Nicht mehr so dieses, boah, guck mal, wie musikalisch der ist. Er hat halt, so geleilt, so. Ich muss sagen, er hat halt vor 2-3 Jahren den Maßstab so gesetzt, da sind wir ja heute noch da. Ja. Also das, also da muss man ihm schon sein Hackfleisch geben. Ja, Mann. Okay. Beste Newcomer national. Sag doch noch mal was zu international. Guck mal, zum Beispiel haben wir hier Cardi B wird Amerika sehr krass gehandelt. Stimmt, Cardi B ist ja auch noch mit drauf. Ja, ja, das ist, dann ist ganz klar Cardi B. Ja, also ich. Singles, sagen, Album, Personality. Ich sehe die eigentlich nur als Personality so. Nee, aber oh, Digga, die Rap, die fickt Nicki Minaj, ja, Alter. Die Rap gut, besser. Die Rap, also die von ich habe halt die Befürchtung, dass das mehr so. Guck mal, Nicki auch. Ich will jetzt nicht falsch sagen, weil ich habe die Befürchtung, dass das nicht lange geht bei ihr. Doch. Okay, gut. So, also beobachten wir das. Ich würde sagen, wenn kam Cardi B dieses Jahr, war das dieses Jahr, okay, dann ist Cardi B auf 1, 100%, auf 2 dann Meek Mill. Kanye West hat voll verkackt. Warte mal, was ist denn mit deinem Freund Eminem? Eminem, richtiger Schwachsinn. Richtiger Schwachsinn. Rain's bad, when I come with red, spawned by Born Rand. Allerdings, with a record store, with the Hackett Toll, with a record floor, with the Edward Norton and the Apples. Wenn du der Manager wärst oder der Chef da von seinem Label, was würdest du denn ihm raten? Was soll er machen? Ich würde Metro Boomin anrufen, ich würde Murder Beats anrufen, ich würde... Also einen ganz anderen Style oder was? Den will er ja jetzt machen. Da will er ja rein. So, dann würde ich ihm sagen, entspann dich mal, wenn du auf dem Beat rappst, warte mal auf den Beat und rap nicht einfach rüber. So, also... Zeitgeist. Oh ja, ich glaube nicht mehr, dass er das schafft. Nein, ich glaube, er ist einfach vom Mindset nicht zu steif drauf. Auch. Der ist auch zu... Also ein Jay-Z, der geht immer mit der Zeit. Aber cool. Jay-Z lebt doch von... Ja, also... Ja. Song machen und so. Jay-Z war immer der Typ, der so Lines hatte, aber immer an den Song passt. Der, weißt du, den holst du dir auf den Song und der Song wird krasser. Ja, Eminem, ich hab Eminem... total verloren mit diesen ganzen Rihanna-Singles, die sie alle sich schon, gleich angehört haben. Ja, so. Da war schon vorbei. Und jedes Mal im Video ein Ehepaar, was sich hasst und anzündet. Und ja, das war super, super obermain. Main to the main. Komm jetzt hier los. Beste Newcomer. Ja, das wird jetzt lass mir ein bisschen was sagen. Beste Newcomer national. Ich habe aufgeschrieben, MO030. Kennst du, bist du auf ein Album? Also, ne, man kennt sich. Samra von AGJ. Rola, wenn du kennst, war Rola Army-Sängerin, war zum Beispiel auf Manuel sein Album. Dann BHZ. Was mit Mero? Warum ist der nicht drauf? Ja, der ist, glaube ich, also er hat ja ein Ding auf YouTube nur. Mhm. Das war nicht mehr in der Wertung drin. Der wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr, so wie es aussieht, guter Anwärter für Newcomer des Jahres nächstes Jahr. Mhm. Aber dieses Jahr ist er zu spät in die Wertung. Und Unique ist auch schon länger da als ein Jahr. Ja, das bewertet, also beste Newcomer, die ist natürlich länger da, aber das geht nach in den Zeitraum, wo das hier gemacht wird, 2018, muss sie released haben. Dann wird das gewertet. Mhm. Deswegen Unique auf jeden Fall. Play, dann Jazzen, hat sie auf jeden Fall diesen einen Mega-Hit. Mhm. Bombay. Und Sugar MMFK, auch ein Liebling der Kritiker, irgendwie alle feiern. Das ist, ey, Sugar MM hat doch auch diese Trikot von Paris gemacht, ne, genau. Kennen Sie das? Das ist ein mega Teil auf jeden Fall. Kenn ich nicht, sorry. Ich würde sagen, Samra. MO ist natürlich auch jemand, der sich extrem viel Mühe gegeben hat und extrem viel macht und kommt mit Album und musikalisch und so. Nach dem Weggang von EGJ hat das auf jeden Fall jetzt geschafft, sich selber so alleine zu etablieren. Aber er hat es noch nicht geschafft, dass die Leute sagen, es ist jetzt sein Hype, sein Sound, sein Momentum kommt jetzt hier nicht gerade so. Und dafür, dass jetzt sozusagen EGJ sich, also eigentlich derjenige, der am meisten von dem neuen EGJ-Thema profitiert, ist Samra. Weil Samra war davor... niemand. Kapital war davor schon lange. Er war schon. Bushido hat auch immer sein Ding gemacht. Bushido hat sich meiner Meinung nach ja auch degradiert. Kennen wir ja das Thema, aber habe ich ja schon aufgemacht. So, Kapital hätte Bushido sein müssen.
Und Samra ist so der Einzige, der wirklich dann auf einmal kam, durch diesen ganzen Hype, ist okay, hat nicht jetzt groß gequatscht, hat da seine paar Singles rausgehauen und auf einmal sind die durch die Decke gegangen. Das, so habe ich das mitbekommen. So. Er hat auf jeden Fall den alten... Er ist natürlich aber auch jemand, der aufpassen muss, dass er nicht wieder schnell absackt. Weil er von seiner Personality, er macht keine Interviews, er Social Media mäßig ist er, finde ich, ist er jetzt nicht sehr speziell so. Er ist so in meinen Augen so der 10. Kanaken-Rapper, der halt dann erfolgreiche Singles hat, erfolgreiche Videos. So, aber das muss man jetzt sagen, hat er geschafft dieses Jahr, finde ich, wie kein anderer. Ja, ich auch mehrere Dinge. Denke, er profitiert auf jeden Fall von der ganzen Geschichte, die abläuft. Als Einziger, so richtig. Ja. Ja. Er macht aber auf jeden Fall, hier ist gerade ein bisschen Leute, also wenn es zu laut ist, sag Bescheid, dann gehen wir rüber. Ich wollte nur sagen, er macht auf jeden Fall so ein bisschen... Guten Eindruck, weil er hat vorher auch ein bisschen viel sich verkackt, fand ich damals so ein bisschen, mit diesem Beefen, Miefen und so. Und jetzt macht er... 187. Ja, so, ja, und jetzt macht er einfach seine Singles, die sind geil, die hauen rein und genauso sollte er weitermachen. Ich fand diesen Catalea-Track auch nice und ich finde, er ist ein bisschen Bushido 2.0, so der moderne, bisschen besser rappendere, junge, freshe, so von EGJ-Sound. So, mir ist ein bisschen zu viel immer die Kippe. Mir ist ein bisschen zu immer die Kippe. Er raucht zu viel auf jeden Fall. Also der Move auch. Ich rede jetzt nicht von seiner Gesundheit. Er raucht auf jeden Fall immer. Das habe ich jetzt schon 100 Mal gesehen. Das wäre jetzt mal langsam cool, neuer Move so. Der Shindy-Move eigentlich. Ja. Auf jeden Fall der Shindy-Move. Yeah. Was ist eigentlich mit Shindy? Was geht? Keine Ahnung. Schon mal was gehört? Wie viele Jahre ist der jetzt weg? 2 Jahre? 2 Jahre, ne? Gefühlt 2, aber es ist eigentlich weniger. Nee, gefühlt 5 Jahre, er ist 2 Jahre weg. Okay, du hast recht. Letztes Jahr, April. Ja, also... Er ist ja weg, Alter. Also wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass der nochmal zurückkommt. Ich würde mich super freuen. Also ich glaube, er wird zurückkommen. Ja. Aber die Frage ist, wie und mit was für ein Impact. Der glaubst du, wenn er... Yeezy Sweater ist ein bisschen vorbei jetzt, ne? Also der... Der war ja immer schon stylisch, aber weiß ja, wie man sich anzieht. Ja, wird das schon feiern. Also, würdest du wieder was mit dem machen, wenn er am Start wäre? Safe, Alter. Ja? Shindy ist für mich, Alter... Ist wie... Es gibt Kool Savage. Es gibt Typen, mit denen ich Musik gemacht habe. Und es... Weißt du, und dann... Also meine Generation, wo ich sage, Hut ab. So wie Farid. Und dann gibt's halt Shindy, so. Shindy ist die neue Generation. Aber wirklich extrem so... versessen darauf und mit so einem Anspruch wie wir aus unserer Zeit. Ist nichts Gemammeltes, es ist aber fresh. Es ist noch ein Rapper. Ja, es ist noch ein Rapper, genau. Es ist gar nicht die neue Generation, es ist die Mitte dazwischen. Ja, ich bin ja eigentlich auch die Mitte zwischen. Alle haben mich immer zu. Wo, wenn ich mit Leuten wie. Wenn ich mit Leuten aus der Generation von Sido Beef hatte, war ich die Generation von Sido. Wenn ich aber dann mit Farid Beef hatte, war ich die Generation von. Ich bin ja auch dazwischen. Ich bin ja nicht die Generation von Sido und Bushido, die sind auch alle 5 Jahre älter. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es dürfte schwer werden, weil viel Musik hat sich verändert. Musikwirtschaft hat sich auch verändert. Aber ich denke, der hat immer noch eine Base. Mich fragen immer viele Kids auch, wo bleibt der, wo ist der? Wenn ich eine Insta-Umfrage mache, sind immer, wo ist Shindy, was machst du mit Shindy, warum machst du nichts mit Glaubst Shindy? Glaubst du, er kommt wieder und ist dann bei EGJ oder kommt er wieder, ist dann alleine? Oder ich glaube, er ist alleine. Bei einem anderen wie die Gerüchteküche, so wie die Streets is talking. Ich glaube, das einzig Sinnvolle ist, er kommt zurück, alleine. Macht einen Vertriebsdeal, macht ein Label. Alleine. Macht oder mit Rin oder so. Rin ist ja auch seine Fraktion. So. Stimmt, ist ja sein Homeboy, genau. Ja. Okay. War eh der am wenigsten, wie soll ich das sagen? Ich würde jetzt sagen, am wenigsten zu EGJ gepasst hat, aber letztes Jahr waren viele da, wo ich gedacht habe, das passt irgendwie nicht. Ja. Aber gut, EGJ erneuert sich eh total, also verändert sich ja total. Außer, dass Samra den alten EGJ-Sound hat. Ich finde so, also ich würde mir, wenn ich in der Position wäre, würde ich mir wünschen, dass es so künstlerisch einen Style hat. Das hat es gar nicht. Aber hey, den Anspruch, den wir haben, haben noch nicht die Leute da draußen. Also weißt du, deswegen, für die Leute ist es alles ein bisschen entspannter als für uns, glaube ich. Dann macht der den Style, dann kommt Kapital und singt Autotune. Ja, früher war EGJ halt mehr einheitlicher, ja, eine Marke. Jetzt ist halt... Ja. Wie ein bisschen mehr wie ein Major-Label, wo der gute Künstler hat. Weißt du, ich meine? Ja, genau. So, einfach so, genau. Machen jetzt Mucke hier am Start. Okay, yes! Wo war ich hier? Beste Newcomer national, jetzt genau. Beste Newcomer international. Wo bist du denn da? Hörst du den ist ganz schwer. 6ix9ine! Ja, 6ix9ine auf jeden Fall. Ja, muss ja, oder? Ja, klar. Wir haben hier noch Juice WRLD, ist natürlich auch nice. Check West ist nice. Little Baby finde ich sehr gut.
Ja, und Jordan Lucas hat natürlich diese krassen Überhit gehabt, beziehungsweise über viralen Song. Ich finde ganz klar. Aber 6ix9ine muss es eigentlich sein. Ja. Aber weißt du, was ich krass finde? 6ix9ine ist unter einem Jahr in unserem Leben und hat den Todeshype, war schon auf Welttournee, er war schon überall, ne? Und ist jetzt noch vor Weihnachten fast vergessen. Ja, klar. Was ist das für ein Leben, Alter? Der ist jetzt im Knast und alle haben ihn schon wieder vergessen. Muss dranbleiben. Ja, also so wie der Gas gegeben hat, ging es gar nicht anders. So viel Geld hat er nicht gemacht. Ja, glaube ich. Also mittlerweile sehe ich auch, dass er, also zumindest keine guten Deals. Wurde gut abgezogen, glaube ich. Dann bestes Label national. Wir lassen wieder. Kannst du bitte das Ding anmachen? Wir lassen mal dein Label raus. Ist, ja, glaube ich, Maskulin ist auch dabei sogar. Nominiert sind Chimperator zum Beispiel, Alles oder Nix, Owen, Banger Music, dann Immer Ready, 385 Ideal, KMN Gang, dann Er ist guter Junge, wieder dabei, König im Schatten natürlich von Manuelsen und Bantu Nation. Ist für mich ganz schwer zu sagen, weil ich jetzt gerade bei, zum Beispiel bei Chimperator könnte ich hier nicht alle Künstler sagen, bei Alles oder Nix könnte ich hier nicht alle Künstler sagen, aber man muss bei Xatar sagen, der gräbt immer irgendwelche Leute aus. Stimmt, das stimmt, Alter, wirklich. Alter, also eigentlich muss man jetzt sagen, Xatar, Alles oder Nix, weil der haut so Dinger raus, die du denkst, wo hat er den jetzt her so? Ja, der ist, glaube ich, der hat ein Eye on the Street. Früher sagte man Eye on the Street, er hat Eye on Instagram, glaube ich. Also er guckt auf. Also das finde ich geil, aber das ist nichts Neues. Die graben immer was aus. Dann sind die das auf jeden Fall dieses Jahr. Also Banger-Musik immer krass, KMN immer krass, 385 immer krass, Maskulin sowieso immer krass. Aber ich bin ja kein Label so richtig. Ja, ich habe jetzt Museno. Ja, stimmt. So, aber dass ich als Label überhaupt nominiert werde, ist cool. Also es freut mich. Aber Ich weiß, du bist ja... Ich habe ja nur Maskulin als Label angemeldet, damit ich Platten herausbringe. Es ist wie bei Buba, Talak Records oder... Wie das kein bei, anderer ausgemacht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Label international. Was sagst du denn da? Hast du da was parat, ohne dass ich das vorlese? So? Natürlich gibt es sowas wie Young Money, Rock Nation, klar, die ganz großen. Dann gibt es aber Good Music. Da weiß ich auch nicht, wer da alles drin ist, Alter. Das ist auch in Amerika nicht so einfach. Ja, das sind ja wirklich Firmen, ne? Das ist wirklich, Top Dog vielleicht als Gang so, Top Dog mit Kendrick und so. Ich würde aber auch sagen, vielleicht einfach Def Jam, weil das so viel ist, was sie rausbringen. Ja, Good Music zum Beispiel ist bei Def Jam. Also. Ist auch witzig, dass es so zwei... Ich glaube, für die Leute ist es ein Mischmasch zwischen Gang, Gruppe und Label. Ist für die so... Alles gut hier, die Uhr zum Kämpfen. Ich dachte schon, ich muss in den Oktagon. Dann beste... Du musst es regeln, ja. Hast du gedacht, du musst kommen und es regeln. Ja, ich schwör's dir. Beste Label international, okay, haben wir, weiter runter. Beste Song national. Oh, da muss ich jetzt gucken, Alter. Viel, da gibt's sehr, sehr viel. Also Nominierte sind hier. Wo machst du He-Man auf dem Cover? He-Man, Bruder, das muss... Ey, 2019, neuer He-Man-Film. Kommt? Ich hab gehört. Okay, zeig mal jetzt hier, nimm mal das Mikrofon runter. Ja. Bester Song national. Zum Beispiel die Loredana, Sonnenbrille. Ein absoluter Überraschungs... Reden wir jetzt, was mir gefällt oder was Erfolg hat? Weil bei Songs, Alter... Beides sagen. Ist ja aus deiner Sicht ist ja jetzt hier... Ja, dann dieser Boy, bester Song. Und für mich, Rin. Dior 2001. Digga, ich bin im Club die Schlampen, Alter. Ich so, ja, Mann, komm mal her. Digga, das ist der Song. Wenn der kommt, die ganzen Nutten singen den Song auf jeden Fall sehr gut. Rin für mich der größte Song. Natürlich auch Alex Sash hat krasse Dinger... Capital Bra mit Capital. Ich glaube Neymar. Neymar, ja, ja. Neymar. Von den Streaming-Zahlen war Neymar, der glaube ich, der größte. So, Olex Sash und Edin Magisch. Och, was für ein Ding, Alter. Ja. Digga, meinst du, das ist zu laut, diese Schlägerei auf Nein, Mike? Mann, ist gut, Mann. Also okay. Für mich persönlich Rin. Die Jahre 2001. Die machen die ganzen Karten. Ich habe ihn gerade gesehen auf Instagram, da der Porsche... Ein paar Moves, ja genau. Ja, das musst du eigentlich aufnehmen, du musst eigentlich in die Kamera diese so machen. Komm mal, bitte. Memo. Die Leute wollen Memo. Mach den hier, Idiot. Die Dior 2000. Komm nochmal eben. Okay, ey. Was? Mach den jetzt hier, den Dior-Move. Wegen Witze. Slow-Mo-Move? Dior. Dior kann ich nicht, ich kann nur Slow-Mo. Ja, mach den Slow-Mo. Du musst in die Cam gucken, damit du drin bist.
diese Pfanne. Ich muss Beat dazu hören, sonst macht's keinen Spaß. Ich habe den Rin gerade auf Instagram, habe ich gesehen, dass er Porsche, diese Porsche Arena, ist das Halle Arena, keine Ahnung, wie das heißt. Porsche Arena, ne? In Stuttgart. 7000. Boah, Digga, das ist krass, Digga. Und Sido auch, Weihnachtsshow, dreimal hintereinander ausfallen. Einfach dreimal, ich habe zu ihm gesagt, mach doch Stadion. Ja. Ich hab's teurer, ne? Das ist krass. Dreimal riesig, ist teurer. Ja, ist teurer als dreimal klein. Ja. Wo war das, Columbia Halle von Sigi? Ja. Mein Gott, Digga, was ist los mit Deutschrap, oder? Krass, war. Es ist gar nicht mehr wegzudenken, oder? Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass Agro Berlin mal so ein Ding gemacht hat, wie wir schließen. Was für wir schließen? So. Esel, Alter. Nee, aber ich meine damals, aber 2007, wo die das gemacht die haben. Esel, Mann, weil die einen Jahr nicht verdient haben. Esel. Speiche, Esel. Esel, Alter. Worauf willst du die Leute Esel, zu beleidigen? Spaß, Alter. Ich gehe in Berufung auf jeden Fall, Alter. Verfahren läuft. Läuft schon wieder? Warum machst du denn Berufung jetzt? Weil ich bin Dings, Alter. Bei Agro Berlin bin sogar ich ein Zinker. Ist doch normal jetzt zinken, Dicker. Zinken ist ganz ist normal. Geworden jetzt. Also, man kann Sterne vor 31 mal, egal, da kann man noch angeben bei Twitter, schreiben wir Fotzen. Ja, ja. Das ist das neue Ding. Ja, ja. Ist normal. Ist ganz normal. Polizei ist die Gang. 110 ist die Gang. Ja, so. Gang, Gang. Ist laut. Ich hoffe, das ist nicht so laut in der Kamera. Mach mal ein bisschen lauter. Muss genau rein und laut sprechen. Hier wird sich geboxt im Hintergrund, Freunde. Ich hoffe, das fuckt die Leute nicht ab. Okay, bestes Video national. Mhm. Ist auch mit High Level drin, mit den Autos. Ah, 100 Black Dolphins. Ja, leider war der Song nicht so toll wie das Video bei mir. Ich würde ganz klar sagen, irgendwas von Schau wieder, ne? Olex, 500 PS war krass. Ja, aber ich fand 500 PS war krass, aber hab nicht so den Impact gehabt, ne? Beverly Hills war krass von Christoph Zulecki. Ja, Beverly Hills. Was für ein Video, Alter. Ja. Schön, langsam auch. Nicht dieses Epileptik. Hä? Ich muss laufen. Achso, ja. Ja, der ist. Christoph ist Killer. Schöne Grüße. Du bist echt krasse untergedingst hier. Ich guck gerade. Ist Olexesh Mein Juice da, wo er das Sample hat von dem mit dem rückwärts laufenden Geige da drauf? Cool. Was ist nochmal Mein Juice? Der Memo holt zum Red Bull Light. Heimlich weiß wo. Mit diesem, wie heißt der denn nochmal? Hier featuring Paul Wall und so. Ist das dieser? Ist Mein Juice. Naja, also Mein Juice Video war auch nice. Kennst du auch wahrscheinlich gar nicht, ne? Kennst du, ne? Okay. Ja, gut. Und natürlich Jesus, was hast du gedacht? Auch krass, dieser Effekt. Flasche auf Kopf, Worldstar. Also real, wie so ein Filmausschnitt, wie ein Vlog fast. Einer bei Worldstar hat geschrieben, ich verstehe kein Wort, aber ich glaube ihm. Da sind eh die besten Kommentare. Boah, die Mädels hauen die richtig. Also mit denen willst du echt kein... Mit denen willst du kein Beef, Alter. Ja, ich schwör's dir. Ja, bestes Video international, guckst du dir das an? Würde ich ganz klar sagen. Sicko Mode oder was? Sicko Mode. Ja, ein krasses Video, ne? Ja. Gibst du dir viele amerikanische Videos, wo holst du deine Ideen her? Also wenn du Ideen hast, wenn du Vibes dir suchst, neue. Wenn ich mir Ideen aus amerikanischen Videos hole, dann aus den 90ern würde ich eher gucken. Ah, okay. Da waren die auch noch besser. Hype Williams war einfach der krasseste. Was ist dein Lieblings-Hype Williams Video? Natürlich Big Pimpin ist eines der krassesten, aber ich finde die Mobb Deep-Dinger krass. Es war nicht Hell on Earth, sondern es war A Quiet Storm, wo die da im roten, der Remix aber mit Lil' Kim, wo die erstmal im roten Auto, wo die aber im Auto... sehr einfaches Video, aber... Ja, aber so krasser, aber... Ich glaube, das sind so die Nostalgiegefühle, die auch, warum man das so denkt. Nee, auch einfach, dass so auch mutig ist, so, weißt du, der hat dann so eine Einstellung, konsequent, weißt du, so, die sitzen dann da, alles ist rot, der ganze Club, alles wird rot geleuchtet, das ist doch konsequent. Das ist so, ja. Ich finde auch immer, eine Idee ist viel wichtiger, als was man damit macht. Ja. Ich finde, weißt du, dass bei Big Pimpin' die Meisterleistung von den Regisseuren ist, dass du nicht merkst, dass der Underground, wie heißt der letzte Rapper nochmal? UGK, oder? Ja, aber er ist von UGK, aber wie heißt der nochmal? Pump, Pimp C, mein Gott, Pimp C. Ja, sorry. Weißt du, dass er nie zum Set erschienen ist?
und die mussten dann dahin, wo er war, und dann nachdrehen. Und die haben das mit seiner Frau nachgedreht an seinem Benz, weil er gesagt hat, ich bewege mich hier keinen Millimeter von meinem Auto. Ich mache nichts, ihr müsst kommen. Da hat richtig so eine Welle geschoben. Aber du merkst das nicht. Du guckst das Video und alles passt alles. Die haben ja auch, das ist eine geile Geschichte. Das Krasse ist ja halt, das fängt ja schon an mit den Yacht-Szenen. Ja, boah, Digga. Dann denkst du, okay, das wäre jetzt Deutschrap-Level. Okay, das reicht. Ja. Und dann kommen die aber noch zu diesem Festival da, zu diesem, wo die Eulen abgehen. Und dann laufen die da durch. Das ist halt auch eine Sache, die du einfangen musst. Da musst du dann halt vor Ort sein. Die Farben. Ah, so krass. Diese weißen, die Eulen. Die weißen Balken zum ersten Mal. Zum ersten Mal so. Das war sein Ding. Krasse Fischoptik. Das war sein Ding. I hate waiting. Pamela Anderson Lee. Ja, Mann. Ja, geiles Teil. Boah. Stört dich das? Okay. Machen wir auch mit. So. Beste Gruppe national. Was sagst du, was dieses Jahr? Beste Gruppe national. Manuelsen habe ich und Michael O. Die hatten zusammen was rausgebracht. Fand ich, ist ein bisschen untergegangen, leider. Dann Said und Frank Sinatra haben was zusammen gemacht. Dann steuerfrei Money, dann Genetik, was hier so tatsächlich eine echte schon, Gruppe ist. Ich würde schon, war Farid Bang und Kollege dieses Jahr? Ey, war Farid und Kollege dieses Jahr letztes Jahr? Ja, stimmt. Letztes Jahr. Boah. Dieses Jahr oder letztes Jahr? Echo. Echo war doch dieses Jahr. Mein Gott, die haben das über ein Jahr gezogen. Alter. Das war auf jeden Fall die längst gearbeitete Platte, an die ich mich erinnere. Also ich würde sagen, als Gruppe am meisten... als Gruppe so, dass jetzt Leute auf die Gruppe gewartet haben, war Alias und Mochip, ist dann mies in die Hose gegangen, aber alle haben drauf gewartet. Das stimmt, also ich fand, die beiden passen auch so geil zusammen eigentlich, ne? Zwei Mega-Rapper kommen zusammen. Kreuzworträtsel-Rapper, die spätestens jetzt, wo sie beide zusammen im Studio waren, gemerkt, also manchmal brauchst du ein Gegenüber, dass du peilst, wie du bist. Weißt du, wenn du jemanden kennenlernst, der genauso ist wie du, dann merkst du vielleicht erstmal, was. Ey, die sind, was du nicht hast. Okay, meinst du, die sind sich sehr ähnlich? Zu ähnlich manchmal? Ich glaube nicht, dass sie von ihrem Charakter ähnlich sind, aber die bilden sich beide dasselbe auf sich ein. Ich finde jetzt nicht, dass die beide für mich die krassen lyrischen Spitter sind. Ich fand, Mochip ist ein guter Songwriter, was gerade diese kommerziellen Singles angeht. Der findet gute Melodien, der findet gute Themen, der kann gut Themen abarbeiten. Ich finde aber nicht, dass Mochip jetzt ein krasser Battle-Rapper-Spitter ist. Fand ich noch nie. Und von Alias kenne ich gar nichts. Aber Mo ist einer der besten Rapper, so. Finde ich nicht. Aber M ist jetzt ein anderes Thema. Wenn Mo 50 ist, dann können wir auch nochmal über ihn reden. Aber M ist. Selbe Prinzip. Aber M ist jetzt nicht mehr der Beste, aber er war mal zu einer Zeit der absolut Beste. Für mich persönlich muss der Rapper mir was erzählen, was nur der Rapper mir erzählen kann. Aber das hat doch M gemacht. Keiner hat wie Eminem diese Sachen gemacht. Nein, ich rede von Mochip gerade. Für mich gerade, Eminem hat das gemacht bei den ersten drei Alben. Ja. Das stimmt. Marshall Mathers, Slim Shady und Eminem Show. Und danach hat er irgendwas gerappt, was scheiße war. Und deswegen, hat er sich verloren im Nimbus des Ich muss zeigen, was ich kann. Darum kann Mochip gut für andere schreiben. Weil Mochip nicht so sehr in sich gefangen ist, was die Personality angeht. Ja. So zum Beispiel, wenn mir jemand was geschrieben hat, mal eine Strophe, mal ein paar Reime gegeben hat, dann hat er trotzdem nur das geschrieben, was ich rappen kann. Verstehst du? Also kein anderer Rapper kann das rappen, was ich rappe, weil es geht ja um mich und mein Leben. Ich bin ja sozusagen mit Mochip, ich habe ihn ja sozusagen bei Zilla entdeckt und habe ihn probiert aufzubauen. Und die Sachen, die ich sozusagen an ihm kritisiere, das sind auch die Sachen, die ihm jetzt zum Verhängnis werden. Weißt du? So, wenn du nicht das, wenn du denkst, Rapper sein bedeutet gut rappen, das ist nicht das, was ein Rapper ist. Es gibt Unterschied. Ist das nicht bei Mo immer die Geheimwaffe gewesen? Lass mich ausreden, auch wenn du Mo magst und ihn gerade in Schutz nehmen willst, Alter. So, und weil ja, ich mag das nicht, wie du auf den so rumhackst immer. Nee, ist einfach die Wahrheit. Ist auch dasselbe Problem, was auch Savas hat. So, und Savas hat es aber jetzt in den letzten Jahren, hat er das eingesehen. Ja, oder was heißt eingesehen? Er hat gemerkt, dass es, und auch ein Eminem wird das einsehen so. Es gibt Sachen so, es geht nicht darum, dass du die Performance gut kannst. Wir sind keine Performance-Künstler. So, es geht nicht darum, dass ich jetzt ins Studio gehe und gut singe oder gut rappe, weil ich bin kein Pop
Act, der gecastet wird und der was singt, was jemand anderes schreibt, sondern warum es überhaupt nur Rap gibt, ist, weil jemand kommt und was erzählt, was 100% authentisch ist. Deswegen wurde Rap erfunden. Das ist ja die Natur der Sache. Das ist genauso wie mit... zumindest war das immer die Natur der Sache. Boxen und UFC. Die Natur der Sache ist, dass die gucken wollen, welcher Mann ist stärker und nicht in dem Reglement gefangen, hin und her mit Politik und so. Und das ist genau dasselbe mit Rap. Und wenn du mir zu mir kommst und sagst, ja, du findest, dass Motrip der beste Rapper ist, dann mag es sein, dass er eine Sache im Rap... Einer der besten. Erst technisch von im Reime suchen, der Beste, mag er sein. Aber ich scheiß drauf. Aber das meine ich nicht nur. Zum Beispiel finde ich, er hat eine der geilsten Stimmen. Ohne Scheiß jetzt. Ich finde es voll affektiert. Wie er auch redet, es ist voll affektiert. Wenn ich nicht merke, dass du das bist, sondern du spielst, glaube ich dir das nicht. Und, darum zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, wer ist für dich ein besserer Rapper? Gucci Mane oder Eminem? Das sind zwei verschiedene Karten. Wirklich. Nein, gibt es nicht. Das ist Rap. Es gibt nicht zwei verschiedene Karten. Es gibt nur den einen Sport. Warte mal. Rap ist UFC. Es gibt nur, du nimmst den, der kann vielleicht die Sachen besser und der kann vielleicht die Sachen besser, aber du musst die beide in einen Ring packen. Aber hast du gesehen jetzt gerade, jetzt wo du das sagst, hast du gesehen, wie Gucci Mane auf Eminem abgegangen ist? Aber er hat recht, da muss ich auch sagen. Da hat er recht. Und dasselbe sage ich bei Motrip. Und Motrip hat nicht mehr Eminem-Level erreicht, also lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf. Ja, okay. Genau dasselbe sage ich. Ich fahre nicht mit einem Motrip-Song durch die Stadt und fühle mich cool. Aber das ist Rap. Motrip kann das vielleicht sehr, sehr gut, aber er kann von dem, was ich kann, gar nichts. Ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich diese Filme gemacht, zu Argo-Zeiten mit Reime suchen und mit fünfsilbigen Reimen. Ich kann das. Ich könnte das sehr, sehr gut. Aber das ist wie, wenn ich jetzt sage, wieder jetzt UFC-Beispiel, es gibt, keine Ahnung, Typen, die wollen besser treten, besser boxen, besser ringen, besser keine Ahnung was. Weißt du, wollen mehr. Es gibt auch Typen, die kommen wegen dem Geld, es kommen Typen, die kommen wegen der Ehre, keine Ahnung was. So, ich will damit sagen, er wollte jetzt mit dem Album mit Alias den Style machen, den wir machen. Den Gucci Mane Style. Und ist kläglich daran gescheitert. Warum kommt jetzt nicht so jemand wie du, warum kommt jetzt nicht so jemand wie du, der die eine Sache halt auch respektiert und sagt, ja sorry, die andere Sache muss man auch respektieren. Das ist ja das, was ich sage. Aber ich stelle mich auch nicht hin und sage, hey Motrip, weil das Album jetzt nicht gut lief, Motrip ist ein scheiß Rapper. Nein, es ist dieses verkappte Deutsche, dass Leute kommen und sagen, wenn jemand gut rappt, ist er ein guter Rapper. Nein, ist er nicht, haben wir doch gesehen. Weil wo war denn der Swag? Wo war denn die Ignoranz? Wo war denn die Attitude? Wo waren denn die lockeren Videos? Ja, ich habe die beide da im Video gesehen, Alter. Motrip stand da wie, Alter, wie bestellt und nicht abgeholt. Es war, also habe ich, finde ich aber auch, ich habe auch nicht gesagt, dass ich fand, dass er bei sorry diesem Album so geil rüberkommt. Nein, sorry auch für Motrip, er steht auch für mich nur stellvertretend für diese Sache. Er ist nicht das Problem. Motrip ist kein schlechter Mensch oder ein schlechter Künstler. Er als Künstler für sich hat eine Krise gerade, die wird er auch regeln. Er steht nur wegen Leuten wie dir stellvertretend wie für diese Sache und deswegen nehme ich ihn so aufs Korn jetzt. Es könnte, du könntest mir jetzt auch Dings hinsetzen, wen gibt's noch? Wer ist noch so ein Silbenzähler? Wer ist es noch? Was gibt's noch in Deutschland? Aber ist Mo so krasser Silbenzähler? Also vielleicht, also das Album, okay, brauchen wir nicht reden. Das hat ja auch, das hat seine Probleme gehabt ohne Ende. Das ist aber kein typisches Motrip-Album. Nein, darum sag ich ja, er wollte eine andere Technik machen. Eine andere Technik. Guck mal, er dachte, er wollte ein cooles Rap-Album machen. Er hat bei jedem anderen Rap-Album nicht ein cooles Rap-Album gemacht, sondern ein Pop-Album. Mit dir war eine Pop-Single. Ja gut, am Ende, wenn du es auf die Essenz reduzierst, dass ein Rapper seinen Job gut machen soll und den Leuten ein Gefühl von Coolness vermitteln soll, dann machst du ein Rap-Rap-Album. Das wollten die beide machen und hast ja gesehen, was bei rausgekommen ist. Ist doch klar, dass ich als Rapper dann sage, ihr seid nicht cool. Cool. Okay, das ist cool. So, wenn es darum geht, wenn ich mir einen aussuchen müsste, der mir jetzt eine poppige Single schreibt, so Contra-K-Dinger, für die Deutschen empfänglich, so hin und her, dann würde ich, Motrip ist der King in sowas. Aber Motrip wollte mal was anderes machen, weil seine Eier ihm das wahrscheinlich auch mal gesagt haben. Was hättest du jetzt, sagen wir mal, lass mal anders machen, was hättest du ihm jetzt geraten, bevor das Album aufgenommen worden ist? Ich hätte ihm erstens gesagt, mach nicht ein Album mit Alias. Warum? Es macht keinen Sinn, ein Album mit jemandem zu machen, der genauso ist wie du. Wo ist denn der Kontrast? Wo ist denn der Spaß? Ich mache morgen auch nicht ein Album mit jemandem, der genauso ist wie ich. Ich mache ein Album mit einem Kanaken, weil ich ein Deutscher bin. Farid Bang und Kollega. Aber hart. Die hart jetzt hier.
Sorry. Ich dachte, du redest über verschiedene Stile, nicht über die Pässe. Ja, aber die Stile ergeben sich doch auch durch die Herkunft, durch die Stadt, durch das, was dich geprägt hat. Das ist ein Typ, alias, der kommt aus München. Und ein Mochip, der, glaube ich, in Berlin lebt, oder? Oder in Aachen? Aachen. Aus Aachen kommt, in Berlin lebt. So. Nein, er lebt gar nicht in Berlin. Okay, sorry. Er ist 100% Aachen. So, das ist das Einzige, was sie unterscheidet. Ansonsten sind die beide so auf Wortwitz, Spitten. Ja, ich find, okay, natürlich sind viele Sachen. Alias ist manchmal ein bisschen lustiger. So, ja. Ja, die eine hat, die haben auf jeden Fall beide sind das technisch sehr hohes Niveau. Wortwitz immer. Savas und Azad war noch interessant, weil Savas war immer noch ein bisschen, auch wenn es beides Kanaken-Rapper waren, hat Azad mehr auf Stimmung und Street mehr Wert gelegt und der andere mehr auf Technik und auf Beleidigung. Nee, das war schon krass. Das war eine geile Mischung. Ja. Was bei Farid Bang halt auch geil ist, dass er mit Kollegen jemanden gefunden hat, der auf der einen Seite auch dieses Comichafte, dieses Heldenhafte, dieses Over-the-Top darstellt. Er hat einen Partner gefunden, der das spiegelt, aber als Deutscher. Und es war halt, war wie so zwei Super Mario und Luigi oder du weißt, was ich meine. Irgendein Marvel Metapher. Ich verstehe voll, was du sagst. Aber Farid und Kollege, das war auf jeden Fall die Mischung so. Und du brauchst immer einen Feind. Wenn du politisch korrekt bist, wie Mochip und wie Alias, ich denke gerade ein bisschen bei Twitter. Battle Rap oder Rap braucht auch immer ein Motiv. Du brauchst immer einen Feind. Ich mache mir bei jedem Song, habe ich einen Feind im Kopf. Auch wenn er den ganzen getan hat. Oder wenn er mir nur. Oder Memo. Ich habe immer Memo im Kopf. Wenn ich ein Video mache, immer Memo. Wie würde ich ihn hauen? So. Ich will damit sagen, und das sind alles so. Jetzt kommt, damit man mal ein bisschen jetzt die Energie rausnimmt, weil es nicht gegen Mochip sein soll. Er steht nur sinnbildlich für die Sache, ja. So. Und ich als A&R würde dann da sitzen und würde zu Mochip sagen: Du willst ja so ein Album machen, du hast nicht das. Das sind die psychologischen Knackpunkte, warum es bei euch nicht laufen wird. Sag mal. Genau wie Conor McGregor, der 2 Jahre lang gechillt hat, der letzte Mal geboxt hat und dann gegen jemanden kämpfen will, der Alter als Kind mit Bären. Also ich will mal sagen, es gibt so ein paar Sachen, du kannst es immer vorher schon ein bisschen gucken, Alter. Ist die Energie gerade bei dir? Die Energie auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, was ist mit dir? Letztes Mal, wo ich mit dem Manuelsen Jahresrückblick gemacht habe, die Leute werden es gesehen haben, da kam ein, zweimal eine Fanfrage, wann du mal mit ihm was machst. Und dann sagte der Manuel, Collabo-Album, so aus Spaß, lass mal machen. Das wäre auch natürlich sehr kontrastreich. Mit wem könntest du dir, seit CCN hast du ja kein richtiges, also CCN war ja das Duo schlechthin, so, da passte sehr gut. Obwohl ihr hattet auch sehr Ähnlichkeiten beim Rappen. Ich kann nicht mal Manuelsen alleine als Künstler genau greifen. Er ist sehr sprunghaft. Ich bin froh, dass unser Song so gut geworden ist. Aber da gab es auch Probleme, weil meine Spur wurde verschoben und dann hochgeladen. Also das Master war ein fehlerhaftes Master. Hey. Ja, ich habe es bei mir in Berlin aufgenommen, habe es dann Judy geschickt. Judy war nicht im Studio. Einer von Judys Leuten hat die Spur genommen, hat die einfach einen halben Takt nach links geschoben. Ich hoffe, deswegen habe ich den Song nicht gepostet. Okay, krass. Und dann habe ich halt das Master, Manu, was ist da los? Also sorry, was da passiert? Hat es jetzt hoffentlich geändert und wenn der Song jetzt dann revidiert wurde bei Spotify, dann werde ich ihn auch posten. Ich will nur damit sagen, Manu ist so ein Typ, es gibt bei einigen Rappern Konzepte, die ich im Kopf habe und es gibt einfach nur Typen, die feiere ich von ihrer Art. Und Manu ist eigentlich eher so jemand, mit dem könnte ich mir vorstellen, auf Tour zu gehen mit Interviewreihe, bla, so. Ja, oder ich weiß, das wollten wir ja mal machen. Wir haben ja auch Der Tisch dieses Jahr gemacht. Das war ja auch dieses Jahr, ne? Der Tisch. Stimmt, krass, ja. Alter, das gefühlt so lange her. Und wenn ich nicht ein Konzept habe von dem Künstler, dann kann ich nicht mal ein Konzept, dann habe ich erst recht kein Konzept von einem Collabo-Album mit einem Künstler. Nee, ich meine nur, weil ihr so gut, ihr habt ja auch schon, viele Leute werden es vielleicht noch wissen, Fans von dir, die länger dabei sind, werden es auch wissen, ihr habt ja schon früher Sachen gemacht, aber wenn er aber dann nicht rappt, sondern sagen wir mal, er würde immer mehr singen und du würdest den Rap-Part machen, das wäre eigentlich eine nice Geschichte. Ja, aber dann, zu den Beats passt es immer nicht, wenn er Soul singt. Ja, okay, zu deinen Beats, stimmt. Ja, deswegen, es sind auch wieder so, wie sagt man, ganz wichtige, es ist wie ein Haus bauen, ich sehe das ja so wie so ein Architekt. Aber wiederum, er kann auch so dieses mehr R&B-mäßige. Es ist, Alter, man müsste im Studio sein und sich richtig Kopf ficken. So. Würde ich gerne machen für ein paar Songs. Ja.
zum Beispiel den Song, den wir für sein Album gemacht haben, das war kein Song, den er mir einfach so geschickt hat. Er hat mir zwei Songs, er hat mir einen geschickt, ich meinte, ey Dicker, komm, muss noch ein bisschen besser. Dann nochmal was, ich sag so, ja, das ist gut, aber vielleicht ein bisschen besser so. Und dann hat er mit Remo halt die Hook gemacht und die war ja, ist ja astrein, ist ja Endnummer. Ich hätte es gerne selber gemixt. Das gefiel mir nicht so ganz, der Mix. Ja. Aber das war ein guter Song, Alter. Hab ich erwartet, dass dir der Mix nicht gefiel. Ja, ich habe mich letztens mit Judy im Studio so gestritten. Ja, ich habe mir schon gedacht. Judy habe ich mich schon angelegt, Alter. Und Judy ist schon der Beste in Deutschland. Also, safe einer der Besten. Ja, ja. Judy ist auch der Einzige, mit dem ich mich unterhalten wurde. Der hat einen über sowas. Sehr krassen Ami-Sound, ne? So. Ja, also wirklich. Ja, von den Beats, wie sie gebaut werden, ist der natürlich 100% auf dem Level. Von den Mixes her haben wir so ein bisschen so Meinungsverschiedenheiten. Du weißt ja, so Fachsimplerei. Ja. Aber Judy ist natürlich auch der Einzige, den ich so außer meine eigenen Leute respektiere. Respekt auf jeden Fall. Jemanden, den du respektierst, das ist also schon mal ein Kompliment. Wir haben auch mit Judy und Simes und Adel, wir waren sehr lange. Wir haben mit Adel einen Song gemacht. Ach ja, stimmt, da haben wir telefoniert. Stimmt, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Wann kommt das denn? Da haben wir schon letztes Mal im Interview geredet. Wann kommt das raus? Wurde doch jetzt verschoben, mein Album. Okay. Ah, diese Filme. Okay. Nee, ich wollte gerade, lass mich die Frage noch zählen. Kannst du dir vorstellen, mit noch jemandem ein Kollabo zu machen? So ein geiles Ding wie JBG. Farid, vielleicht mal eine EP. Boah, du und Farid, EP ausprobieren, aber dann so ein Kollege, so ein Kollabo wollte ich sagen. Ein Kollabo-Massaker. Ja. So ein, wo man den ersten Teil macht, dann in zwei Jahren den zweiten. Airmix-Massaker. Airmix. Messermusik. Asphaltmusik. Wie so Alben früher hießen. Ja. Straßenwahrheit. Straßenapotheker, Politiker. Blutvergießen, Teil 1. Okay, lass mal gucken, was hier noch ist. Beste Gruppe haben wir gesagt. Hm? Beste Gruppe international wird dir wahrscheinlich gar nichts sagen. Migos, ne? Ray Shremmond, Migos, okay. Bester Live-Act national. Live. Was ist live? Oh, da geht einiges. Sind alles starke Leute. Man muss natürlich sagen, wegen diesem Festival-Arena-Ding Materia und Casper. Ja, Champion! Boah, die haben gefüllt, Dicker. Respekt. Ja, Champion! Fick mich mein Leben mit diesem Song, Alter. Contra K auch krass. Immerhin hast du ein Ohrwurm davon. Ja, ist auch ein Ohrwurm. Aber so ein Bastard-Ohrwurm. Ich distanziere mich davon. Ich distanziere mich von jeglichen Materia. Wie gesagt, Materia ist der King. Aber Casper? Der ist so gut. Der ist vielleicht nicht dein Musikgeschmack, aber der ist richtig. Die Stimme ist voll schön, ne? Vielleicht nicht dein Geschmack, aber... Die Stimme ist so schön, darum magst du keinen Casper. Genau bei Mojo, weil die Stimme so schön ist. Okay, warte mal. Tatsächlich haben wir ähnlich. Aber Kool, Savage und Sido auch endkrass live gerissen. Ich finde aber Flair und Jalil haben auch richtig Zeichen gesetzt live. Also, ihr wollt es nicht wahrhaben. Ich will einmal Respekt geben an Jalil an dieser Stelle. Ja. Weil wenn der müsste eigentlich noch mehr live gehen, der hat vielleicht die krasseste Stimme in ganz Deutschland. Ja. Muss ich sagen. Er braucht ja nicht mal ein Mikrofon. Er ist The Voice. Er ist The Voice, Alter. The Voice. Er müsste bei Voice of Germany, müsste er die Stimme sprechen. Jetzt kommt die Jury. So, weißt du, dieses... Voice-Over. Okay, Beste Live-Act international, Tory Lanez, Kendrick Lamar. Hast du was davon gesehen überhaupt? Nee. Ich höre halt immer nur, dass Tory Lanez voll krass ist. Und bei den Deutschen, hast du da irgendwas gesehen? Nur im Internet. Ah, okay, also du gehst gar nicht auf. Sollte ich vielleicht mal mehr. Ja. Dann, Produktion, international. Ich habe jetzt beste Produzent international. Kennst für du für mich persönlich, welche? Klar, Murder Beats. Echt? Wisst ihr so gut? Natürlich! Murder on a Beat. Ist das dieser Murder on a Beat? Because it's not nice. It's not nice. Ja, der war natürlich krass. Butterfly. Ja klar, Butterfly hat er doch gemacht. Murder on a Beat, so verfeist. Er sagt Murder on a Beat. So it's not nice. So it's not nice, ja. Der hat auf jeden Fall so einen langen Tag, dass ich denke, das ist ein Rapper. Murder on a Beat, so it's not nice. Ja. Ich schick ihn. Weißt du, wie der aussieht, Digga? Weißt du, wie der aussieht? Wie der größte Lümmel.
So wie Memo. So ein White Boy, ne? Ja. So wie Memo, nur mit roten Haaren. Ne, ich hab den letztens. Mit Brille. Ich sag ganz ehrlich, ne, ich hab den letztens, weil so ein paar. Ich will niemanden jetzt, ich will nichts verraten, weil vielleicht so ein paar Dinge, aber ein paar Deutsche waren drüben, haben sich, glaube ich, mit dem getroffen. Ja. Habe ich ihn mal ein bisschen bei Instagram auseinandergenommen. Ich weiß, der sieht aus wie so ein Schulabbrecher. Ja. Aber das Ding ist, der hat 1 Million Follower bei Instagram. Ich so, hä? Ja. Sind die da so fame, Alter? Ja, klar. Wo kommt das denn her, Alter? Weil wahrscheinlich die Follower von Travis und so. Weil die einen Laptop haben, dann bauen die was, die bouncen raus, dann rappen die drauf, fertig. Das ist echt hart. Das ist die neue Wave, Alter. Das ist der neue Scheiß, Alter. Murder on the Beats. Okay, dann natürlich Kanye. Deutsch. Kanye hat sehr viel. Ja, soll dich ficken, Alter. Hä? Kanye West so schlecht, Mann. So schlecht, Alter. Okay, ich nehme auch krasses, mieses Soul-Sample ohne Drums und Rap rüber. Das ist also richtig 80er, was er gemacht hat. Schrott, Alter. Ja, das war so richtig. Sag mal einen guten Kanye-Song. Ja, das war so 2001. Sag mal einen guten Kanye-Song. Dieses Jahr. Dankeschön. Aber auf seinem Album fast alle. Was auf seinem Album waren alle Tracks cool. Welches Album? Diese 7 Tracks, nur weil er bei dir. Yeah. Nur weil du Zunge an sein Ohrläppchen gemacht hast, da in seiner. Bei seiner Frau habe ich Zunge an sein Ohrläppchen. Nur weil Kim Kardashian mit dir ein Foto gemacht hat, hat er jetzt gute Musik oder was? Das ich Album war krass, Mann. Scheiß Musik, der soll sich ficken, Mann. Okay, ich habe nur darauf gewartet, dass die ganzen deutschen Rapper, die seine Styles klauen, auch mit der, ich dachte, Shindy kommt jetzt auch mit diesen Dings, Made America Great Again Cap. Ich wusste, Shindy hätte das genauso aufgesetzt, wie die ganzen Yeezy-Klamotten. Und du auch, Alter. Ich bin doch gar nicht so. Wie, du bist doch voll, Dings. Hab die Klamotten von ihm angezogen und so. Sein Merch habe ich angezogen. Auf dem, ich war da, die haben mir, ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen was anderes. Shindy hat die gekauft bei, welche Marke promotet er immer? Bei Mr. Porter? Ich habe die von Kanye bekommen. Wer hat denn die reichsten Projekte? Bruder, zeig mal die Schuhe, die du hast. Die hat mir Kanye selber gegeben, ja, ne, das ist ein Unterschied, echt, ja? Bruder. Und ich trage sie nicht mal. Echt, ja? Ich trage 70 Euro Adidas, ich hab weil mir, ich hab meine sind in der Vitrine zu Hause. Ich hab mich auch an Kanye orientiert und hab eine eigene Modemarke gemacht. Ja. Mit Millionen Umsätzen. Und an, ja, Ralf, und an Ralf und an Ralf und an Vêtements und an. Nee, Palm Angels. Ja, Palm ja. Angels. Aber das Wichtige ist, du musst auch wissen, von wem Palm Angels geklaut hat. Dann ist nicht mehr so schlimm. Wenn du weißt, von wem Vêtements geklaut hat, dann kannst du auch von Vêtements klauen. Wenn du weißt, von wem Kanye West. Du bist der Originator. Der größte Dieb von allen ist eh Kanye West. Von wem klaut er am meisten? Boah, Alter, Ralph Simmons, Fear of God. Acne Studios. Fear of God, da ist auch Palm Angels viel von, oder? Nee, gar nicht. Kennst du so, ich wollte so Welle machen. Ich kenne Fear of God nur, weil der Justins Merch gemacht hat. Und sein Merch sah mal so Rock'n'Roll-mäßig aus, so Megadeth-mäßig, Metallica-mäßig. Aber er hat das nur gemacht wegen Fear of God. Also er trägt überhaupt erst diese Rocksachen nur, weil die von Fear of God sind. Nicht wirklich, weil er den. Ja, weil die zusammenarbeiten halt, hab ich gedacht. Ja, klar. Jerry Lorenzo. Hat jetzt auch einen Schuh rausgebracht. Ein Schuh von dem. Das ist der einzige, was ich kenne. Nee, ist der einzige, was ich kenne. Ich kenne so eine Sache nur, wenn Complex die dann teilt, dann sehe ich ja, das. Ja, ich bin auch so einer. Nee, aber man muss sagen, der Lorenzo, der wird so, der ist wie Virgil, den kennt man dann. Ja, auch toll. Wenn man jetzt nicht so into deep ist. Ja. Ich würde mal ganz kurz. Was ist aus deiner Hublot geworden, fragt Monlas. Die Kipo Euro Seegold für 47.000. Was hast du damit gemacht? Boah, lange Geschichte. Ich habe die gehabt. Bin dann nach New York geflogen, in die Bronx zum Juwelier, Abi der Jeweler, hab ihm die Uhr gegeben und noch 30.000 Dollar und hab mir eine Diamantenkette dafür geholt. Die Diamantenkette habe ich dann gepostet auf dem Südberlin Maskulin 2 Cover. Bin dann immer über die Schweizer Grenze und ein Schweizer Zollbeamter, ein deutscher Zollbeamter hat mir dann die Kette abgenommen, hat mich gefragt, was die gekostet hat. Dann habe ich gesagt, ach, ist doch 2K. Dann musste ich darauf Steuern zahlen, auf die 2K, und dann habe ich die wiederbekommen. Dann habe ich die genommen, weil ich Angst hatte, dass dann nochmal der Zoll zu mir kommt, habe die meiner damaligen Freundin gegeben, habe die in die Bronx geschickt mit einem Typen, weil ich nicht mehr nach New York durfte, und habe die getauscht gegen ein goldenes Diamant-Bracelet. Das habe ich auch ein paar Mal gepostet. Das alles sind nur Lyrics aus dem Track von ihm. Das ist alles gar nicht passiert. Nein, das ist gar nicht passiert. Achso, nee, ist gar nicht passiert. Sorry. Dings. Und jetzt würde ich habe versucht, danach zu retten. Du reitest dich immer wieder. Ja, der Bracelet ist ein Track, da heißt Bracelet. Was habe ich damit gemacht? Das weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages, jetzt würde ich mir nie wieder eine Hublot kaufen, weil Hublot sehr Wertabfuck hat.
Und ich habe jetzt 3 Rollies und eine Cuban Link Kette. Aber Ziel für 2019 wird sein, so dieses Diamantenketten, diese kleinen, kennst du diese mehrere kleine Diamanten, ja, und so eine AP mit Diamanten, so wie Kay hat. Ich werde die alle ficken mit ihren APs. Die haben alle diese krassen APs mit Diamanten gerade so. Ich werde mir die krasseste holen. Das ist mein nächstes Ziel. Yes. Was sind so deine Ziele für 2019? So schmucktechnisch? Meine Ziele für 2019 sind nicht verhungern. Am Leben bleiben, gesund bleiben, viel mehr Zeit mit der Familie verbringen und die mich lieben und die ich liebe. Ja, genau. Und mehr auf die Umwelt achten. Ja, ja. Erderwärmung ist kein Spaß. Ey. Erderwärmung ist kein Spaß. Glaubst du an den Scheiß? Viele an Erderwärmung? Ja, und an Delfinsterben. Und an Arten, die man... Ey. Energie, Bruder, gib die Energie. Digga, glaubst du an Erderwärmung? Ja, also ich glaub, was heißt das? Das ist ja keine Religion. Ich glaube, die Erde ist flach. Ja. Bist du viel auf YouTube unterwegs? Erderwärmung ist keine Religion, Bruder. Da kann man. Ich glaube, der Mond ist so groß wie die Sonne und die sind beide gleich weit entfernt. Ja, stimmt. Ich glaube auch, dass. Was gibt's noch, Alter? Die harten Dinger. Was sind die harten Dinger? Die harten Dinger. Angela Merkel eine Echse ist? Echse ist, ja. Das ist aber wahr. Das ist eine Sache, die wahr ist. Ja, die anderen Sachen sind nicht wahr, aber das ist wahr. Bracelets tragende Echsen. Die für die Erderwärmung auch notwendig sind. Wann machst du eigentlich mal wieder was mit Kay? Ihr seid cool, K1. Ja, mit Kay bin ich cool. Wann macht ihr mal wieder was? Wenn er mich auf irgendeine Goldsingle holen möchte. Na klar. Na klar. Ja, cool. Also, wer eigentlich, ich hab's ja nicht so mit Goldplatten. Ich hab's ja mit Geld. Ist Jump Jump nicht Gold gegangen damals? Nee, komischerweise habe ich wirklich großes Pech gehabt mit... Streaming und... Damals war ja Streaming noch nicht mal absehbar. Nee, ich meine nur... Aber ich habe zum Beispiel, guck mal, Bushido, also erstens, ich habe die erfolgreichste Single bei Argo Berlin gehabt mit Jump Jump. Ja. Die ist aber trotzdem nicht Gold gegangen, weil damals wirklich die Verkäufe, da ging es gerade los, mit Verkäufe wurden weniger. Dann habe ich die zweiterfolgreichste Single bei Argo Berlin gehabt mit Neue Deutsche Welle. Und dann kam ja dann irgendwann Sido und hat auch sehr, sehr erfolgreiche Singles gehabt. Bis zu dem Punkt hat zum Beispiel jetzt Bushido, war so der unmittelbare Konkurrent damals, so nicht mal ansatzweise solche Singles gehabt. Aber dann Jahre später ging er halt richtig steil. So. Komischerweise, diese Singles haben nicht Gold erreicht. Ich habe 65.000. Mein Debütalbum, also mein erstes Album, hat sich, glaube ich, bis heute 90.000 Mal verkauft. Also bald. Keine Ahnung, vielleicht ist es schon Gold. Weil 90.000 habe ich gecheckt vor 2 Jahren. Ah, okay. Keine Ahnung. Das Gute ist ja, das haben wir ja vorhin mal gesprochen, das Gute ist ja, dass Streaming die Alben ja unendlich lang haltbar macht. Das heißt quasi, ist es noch möglich. Damals, ich erinnere mich noch, als One kurz vor Gold war, die waren 10 Jahre irgendwie gefühlt kurz vor Gold, weil du musst ja dann hingehen und wer hat da Bock, Platten pressen und reintun, wer hat da Bock drauf. Ja. Aber jetzt... Und zum Beispiel dann, damit du mal weißt, was für ein Pech ich hatte, sogar dann, wo Bushido der zu seiner populärsten Zeit mit mir Carlo Cooks unten 2 gemacht hat. Carlo Cooks unten 2 ist nicht Gold gegangen. Das ist auch krass. BMW mit Kay, Bushido, K1 und Flair machen ein Album, ist nicht Gold gegangen. Ja, auch krass eigentlich, warum? Es war die Zeit, die Leute müssen verstehen. Es war zwischen Downloads und... Keiner hat mehr legal gekauft. Ja, ihr habt ja Pech gehabt. Wir haben richtig Pech gehabt. Ja, das habe ich letztens auch mit Haftbefehl gesprochen, weil wir gerade bei ihm waren. Ja, das hat auch kein Gold, ne? Ist auch immer dann gekommen mit dem Album, wenn sich was geändert hatte. Genau. Letztens habe ich auch gehört. Letztens gab es irgendwie einen Typen bei YouTube, der hat ein Video hochgeladen, welche krassen, erfolgreichen Rapper aber noch nicht Gold gegangen sind. Und dass ich da drin war, wusste ich. Obwohl ich bin, also was viele Leute bei mir halt nicht mitzählen. Die Agro-Ansagen. Also du musst dir vorstellen, das ist auch schwer zu erklären. Es gab für jeden Rapper immer, also es gab jedes Jahr eine Ansage. Und zum Beispiel, wenn es hieß, dass ich in diesem Jahr mit meinem Soloalbum komme, dann ist die Ansage auch meine Ansage. Das heißt, ich muss da die meisten Songs drauf haben. Es gab ja auch einen Song, der hieß Neue Deutsche Welle, der war auf der Ansage schon vorher drauf. Und die Ansage Nummer 4, die ist Gold gegangen. Das war auch meine Goldene. So, dann habe ich die Ansage 5, die ist Gold gegangen. Dann war ich 2-mal auf dem Sido-Album, bin 2-mal Gold. Ich bin auf Zeiten ändern dich, hab Gold. Quasi bist du also schon... Ja, aber es spielt mir nichts drauf ein. Also, nee, alles gut. Ich hatte jetzt locker bestimmt 6-7 goldene Platten zu Hause. So. Aber ich hätte zum Beispiel, was für mich ein Traum wäre, wenn Vibe Gold geht. Ja, wo du natürlich voll stolz bist. Aber dann ist mein Album, meine Zeit, ich musste mir das alleine erkämpfen, so. Das sind so, oder zum Beispiel mit den Spotify-Gold-Singles. Mann, 11 Millionen.
Schaffe ich jetzt auch mit AMG und mit Fahrrad. Wir sind jetzt bei 8 Millionen. War doch erstmal 11 Millionen, war bei einer Gold-Single, ne? 20, 20 ist Gold und jetzt haben die es auch verdoppelt. Fast 40. Genau. Also ich glaube, ich will damit, genau, 20 glaube ich, hätte man schaffen können. Ja, auf jeden Fall. So. Und wenn nicht jetzt, dann beim dritten, vierten. Genau. Weißt du, es ist ja 24 so Millionen ist jetzt ein Single? Ja. Oder 38, was ist das? Es ist quasi. Oder es ist 40, Album, genau 40. Ich mache mit einem Album 50 Millionen Streams. Mit einem Album. So, und es ist gutes Geld. Aber eine Single, Alter, 44 Millionen ist schon krass. Und jetzt mal, was ich noch sagen möchte zum Thema Klicks und zum Thema ja, Klicks und Hypes und sowas. Digga, man kann die Klicks kaufen. Aber nicht auf Spotify. Safe. Echt jetzt? Safe. Dings, kannst du einen Anruf machen? Safe. Boah, aber wie? Kann ich dir erklären, vor der Kamera, hinter der Kamera, wenn du willst. So, und ich sage YouTube dir, und so, das kennt man, das ist auch easy. Spotify genauso. Spotify genauso. Und ich sage dir, viele dieser Rapper, die gerade einen Song draußen haben, mit einem Video und einer Single faken beides. 1000%. 1000%. Okay. Hart. Wie kann es sein, dass jemand, der keine Ahnung, 300.000 Abonnenten hat, 18 Millionen Klicks hat? 20 Millionen Klicks. 300.000 Abonnenten auf was? Auf seinem YouTube-Channel. Ja gut, wenn der Song gut ist. Wenn der Song abgeht. Ja, aber. Okay. 18 Millionen, wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Ja, ein Track ist ja auch wiederholbar. Man hört sie ja auch ein paar Mal. Ah, okay. Auf Spotify und YouTube. Na gut, das ist natürlich auch so ein Ding. Das weiß ich nicht. Ist ja so, ja, ich, ist Digga, so, wenn ich meine, die meisten in Deutschland hören doch, die meisten Jugendlichen in Deutschland, sagen wir so, die hören doch Deutschrap. Und wenn du den ganzen Tag playst, Mann, ich habe die scheiß Modus Mio Playlist schon 1 Million Mal durch. Weil das läuft einfach. Ich mach Play, das ist... Ich höre ja auch. Ja, aber nicht ein unbekannter Rapper, den vorher keiner kannte. Ja, das ist aber sowieso klar, dass die das auf YouTube kann man ja easy faken. So. Aber auch das macht deinen Kanal kaputt. Also ich empfehle es niemandem. Die kommen früher oder später immer drauf, ziehen dir das ab und dein Kanal ist im Arsch. Nee, es gibt auch, du kannst dafür bezahlen. Du zahlst sehr viel Geld dafür, für richtige Klicks. Dass Menschen dann da sind. Klar, du kannst diese Billing-Klicks kaufen, ja, genau. Dann wird das leichter aufgedeckt. Ja. Du kannst auch bei Instagram. Ja, aber das wird mir jeden Tag angeboten. Also auf Instagram, wenn du so scrollst, kommt ja manchmal Werbung, hey, kauf dir Likes. Oder. Yeah. Manchmal denke ich auch so, krass, ich bin 100 Jahre auf Instagram. Wieso wächst das bei dem so exorbitant? Ah, weißt du, so? Digga, ja, irgendwelche Typen, 1 Million, ja. 2 Millionen, man fickt euch. Ja. Wenn Farid das hat, verstehe ich. Wenn ein Raft das hat oder 187. Mann, aber irgendwelche... Ja, aber da merkst du auch den Hype, die gehen auf die Straße, du merkst das dann auch. Guck mir deren Konzerte an. Ja. Aber es gibt viele, ich will jetzt keine Namen nennen, die haben immer viele Klicks auf YouTube, verkaufen keine Amazon-Boxen, deren Konzerte sind vielleicht jetzt mittlerweile voll, waren sie am Anfang auch nicht. Also Dicker, ich kenne mich schon gut mit Hypes aus. Ja gut, Ich habe den größten Hype der Geschichte gehabt. Manchmal. Ich weiß, was da geht so. Also, das ist... 18 Millionen, 20 Millionen, tschüss. 80 Millionen Einwohner. Na gut, so kannst du ja nicht rechnen. Du rechnest jetzt in absoluten Zahlen. Ja, eine 20 Millionen, 20% oder mehr sogar müssen das sein. 30, 35% müssen das gehört haben. Das passiert doch auch in einer Zeitung von ja in absoluten Zahlen. Du musst es ja relativ sehen. Keine Ahnung, selbst wenn das nur 50.000 Leute sind, die das hören. Die müssen es ja nur ein paar Mal hören, dann hast du da deine. Rechne mal, wie viel müssen 50.000 Leute, wie oft müssen die das hören? Ich bin scheiße am Rechnen. Ich kann gut Geld zählen, aber... Schon ein paar Mal, aber was machen Jugendliche? Hören Musik den ganzen Tag, ist doch easy. Das ist doch easy da. Ich glaube das nicht. Also, rechnet mir das vor in den Kommentaren, bitte. Und es kommt, also, und was ich jetzt auch sagen will, ich meine jetzt kein speziell so, aber es gab viele Songs, die einfach wack waren, die waren einfach scheiße, die Typen konnten nicht rappen. Es war jetzt nichts Besonderes. Miami Yassin war noch geil, weil Miami Yassin hat einfach einen Song hingehauen, wo du als ernstzunehmender Rapper, die den Song anhörst und denkst, boah, krass. Alter, Songwriting. Dieser Song, Alter. Verstehst du? Kannst du nie wieder machen. So das Songwriting, das war auf einem Niveau, wo du verstanden hast, okay, die Bitches singen in dem Club mit, die können dazu tanzen, der hat ein Video, das ist lustig, das ist kontrovers, egal, das Ding war eine sichere Nummer so. Es gibt einen Haufen Schwänze, Alter, kann mir keiner erzählen, Alter, die machen da irgendwas. Also. Okay. Shut okay. Your mouth. Memo sagt, wir haben 2 Minuten. Ich werde, wenn wir lustig sind, im Anschluss dieses Interviews den Kampf von Memo und Flair dran schieben. Weil ich habe das auf Handy. Die haben sich im Oktagon mies die Fresse poliert. Wir haben noch 2 Minuten Akku. Das war ein sehr, sehr langer Talk. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, die meisten Fragen wurden beantwortet. Er hat sich auf mein Gesicht gesetzt, der Fettsack.
Digga, das haben wir alles. Gib ihm von Seite, glaub mir. Ich schwör's dir. Ach, Memo, ach. Yes. Eine der häufig gestelltesten Fanfragen und Fragen überhaupt, ist ja, liegt auch auf der Hand, ist klar. Was geht mit Kapi? Was ist da los? Also, das Ding hat angefangen, glaube ich, bei Nico im Interview. Da hast du gesagt, dass sie irgendwie gesagt, ey, yo, eigentlich hätte der Kapi den Bushido sein können und nicht andersrum. Du meintest das aber von der Größe wahrscheinlich, von was gerade abgeht, hype-mäßig und so. Ja, das war das erste Mal, dass ich eigentlich ein Kompliment gemacht habe und das jemand als das aufgefasst hat. Also deswegen war ich auch super verwundert. So, und er meinte ja dann sozusagen, dass ich ihm zweimal was versprochen habe und er deswegen sozusagen jetzt einen Grund hat, sauer zu sein, was aber auch komisch war, weil wir hatten dann sozusagen nach diesem Nico Backspin-Interview hatten wir telefoniert und er wollte mir eigentlich nur sagen, dass das überhaupt nichts mit Bushido zu tun hat, weil mein Verdacht läuft ja mal darauf hinaus, dass Bushido sozusagen dann Kapital vorschickt, weil jetzt strategisch gesehen braucht Bushido mich nicht dissen, weil dann müsste er erstmal nochmal fünf andere Leute dissen, die ihn vor mir gedisst haben. Ja, er müsste generell mal wieder eine große, mal was machen. Ja, genau, und das macht er generell nicht so. Und dann hatte Kapi mir selber am Telefon gesagt, wer bin ich, dass ich jetzt mich in euren Streit einmische? Wer bin ich, dass ich mich überhaupt dazu äußere? Ihr habt schon gerappt, da war ich noch nicht mal da. Das war ohne, dass ich mit ihm, wir haben auch nicht laut geredet oder keiner hat den anderen angemacht. Ich stelle mich jetzt auch nicht so dar, als wenn ich jetzt ihm miese Ansage gemacht habe und er dann gesagt hat. Und er meinte von sich aus, ey, du bist Legende, er ist Legende, wer bin ich, dass ich mich überhaupt da einmische? Und deswegen verstehe ich jetzt nicht im Umkehrschluss, dass er sagt, ich hätte ihm versprochen, dass ich Bushido nicht mehr disse, weil das hat er mir jetzt nach der Conor EP vorgeworfen. Du hast mir zweimal versprochen, dass du nicht disst. Nein, ich habe mir nur bei dem Telefonat habe ich ihm versprochen, dass ich ihn nicht disse, weil ich ihn auch bei dem Backspin-Interview nicht gedisst habe. Also für mich war das ein Versprechen, was ich ihm gerne geben konnte, weil ich schon beim ersten Mal, wo er jetzt dachte, ich disse ihn nicht gedisst habe, so. Deswegen war das, ich habe nie irgendwie, wollte nie so Sneak-Disses machen. Dann kam ein Diss zurück und dann wollte ich zurückrudern so mäßig. Sondern von meiner Seite war es von vornherein kein Diss. Ich sag's auch nochmal, Kapi verkauft viel mehr Platten, hat viel mehr Ahnung von der aktuellen Musik, könnte Bushido locker unter Vertrag nehmen. Staubsauger. Das ist bei Nico Backspin im Interview, Dings. Mach die Tür zu jetzt! Wenn noch einmal die Tür aufgeht, ich fick euch. Und deswegen war das für mich so traurig, dass er das als Diss empfunden hat. Dann war natürlich mein Verdacht noch doller, dass es von Bushido kommt. Weil der Einzige, der in der ganzen Situation irgendwie sagen könnte, boah, das kommt mir jetzt aber nicht so gerecht, ist Bushido. Weil dann müsste sich Bushido dazu äußern. Dann müsste Bushido auch sagen, ja, vielleicht ist da was Wahres dran oder nicht. So, und das wollte er nicht. Und dann war das Ding für mich auch sozusagen gegessen. Und dann kam irgendwann, wir waren im Studio, ganze Nacht irgendwie, wollten 7 Uhr morgens uns ins Bett legen, Alter. Und auf einmal schicken mir Leute bei Instagram diesen Ach Patrick Ach Song. Alter, und haben wir den Song gehört? Ich schwör's dir, und ich bin ehrlich, bei jedem Diss-Track, egal bei welchem Diss-Track, den ich schon mal abbekommen habe, konnte ich danach nicht pennen. Hass geschoben. Du hast dir Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Soll ich drauf reagieren? Natürlich musst du es eigentlich in der Regel immer drauf reagieren, so. Was gibt es für Sachen dagegen zu sagen? Was gibt es für Argumente, die auf seiner Seite liegen, auf meiner Seite? Bei dem Song, ich habe mich hingelegt, habe gepennt wie ein Baby. Symes war bei mir, Moseno war bei mir. Moseno hat sich den Song gar nicht an, der wollte den gar nicht. Der hat kurz die ersten paar Sekunden hat dann ausgemacht. Ach komm, los, komm, lass mal schlafen. Und am nächsten Tag haben wir halt nur die ganze Zeit beobachtet, wie er halt wirklich dann runtergemacht wird im Internet. Ich bin auch der Meinung, da wurden dann auch ein paar Likes gekauft, um das Ganze, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Auf Video oder auf Instagram? Auf YouTube. Bei Instagram habe ich das nicht gefunden. Bei der Kapi hat er das nötig, der hat doch eh den Mega-Hype. Nicht wegen der Anzahl, wegen dem Verhältnis. Achso, Dislike-Likes. Dislike-Like-Verhältnis. Weil in der Nacht war das, der wurde zerstört, Alter. Und Leute haben mich auch angerufen und meinten, Junge, du hast den zerstört, indem er dich gedisst hat. Und es war wirklich auch, also jetzt unabhängig davon, dass es jetzt von Kapi kam und dass da jetzt so ein paar Sachen vielleicht in der Luft liegen, so ein bisschen so, ich habe es dann auch danach, also ich meine es heute, ich finde es so, wie ich es danach auch gut geschrieben habe, wer um 7 Uhr morgens alleine schon einen Song bei YouTube hochlädt, hat anscheinend die ganze Nacht durchgefeiert, Alter.
Ja, war vielleicht auf Club-Gig oder irgendwas. Tour oder ich glaube, der hat das Ding, Alter, geschrieben, Video gedreht und hochgeladen in einer Nacht. Der ist so krass. Auch gut talentiert. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja keine Frage, dass er sehr talentiert ist und all das ist keine Frage. Das wäre wahrscheinlich, hast du mir ja doch gesagt, beziehungsweise hast du mit ihm dann jetzt nicht danach noch geredet? Doch, danach, also wie war das? Wie war das? Er hat dann den Track, ich sag dir wirklich, wenn es nur der Track gewesen wäre, ich schwör's dir, ich könnte nicht mal, ich rede jetzt von mir, von meiner Gefühlswelt, würde ich sogar, könnte ich morgen, kennst du das so, ein Jüngerer kommt, baut Scheiße, normalerweise als Rapper, du siehst über nichts hinweg. Ja. Wenn es nur der Track gewesen wäre, ich schwör's dir, der hätte kommen können, wann er will, hätte ich gesagt, ey, Schwamm drüber. Den Song fand ich nicht eine Sekunde irgendwie unter der Gürtellinie sowieso nicht. Seine Instagram-Ansage, dieses komm her, ich fick dich, wo bist du, dies, das, Pipo. Da habe ich wirklich 2 Sekunden überlegt, Alter, was mache ich jetzt? Und dann fand ich es noch trauriger. Ich fand es schon bei den Texten, den ich gegen ihn geschrieben habe, also bei diesem Kommentar sehr traurig. Ich finde es wirklich traurig, dass er das macht. Und ich finde es noch trauriger, weil er nicht versteht, oder vielleicht ist ihm das egal, dass du als Typ von der Statur mich nicht umhaust. Das ist ja jetzt nicht das Thema. Bei Farid und mir war das noch so interessant. Bei Kollege und mir war das noch so interessant. Kapi ist auch nicht der Typ, der das sein muss. Ich sag das jetzt gerade, Kapi, du haust. Kapi soll es auch gar nicht sein. So. Nein, ich verstehe. Warum bringst du dich als Künstler so in eine Gefahrensituation, wo du dann dich wieder auf Leute berufen musst? Ist ja die Natur der Sache. Es geht mir jetzt nicht um die Leute. Es können auch Russen sein oder Polen oder Bulgaren, so. Aber warum machst du dich davon abhängig wieder, dass du nicht alleine auf der Straße rumlaufen kannst, weil du dich wieder mit irgendwelchen Typen anlegst, die so Hitzköpfe sind, so. Und das fand ich dann noch mehr traurig, weil ich mir so dachte, ey, es kommt mir bekannt vor, von Bushido, dieses von damals, weißt du, Bushido war auch vor 15 Jahren derjenige, der nicht der Typ war, der sich gerne mal fetzt, so, null, und deswegen 15 Jahre lang sich auf eine Sache eingelassen hat, so, weißt du, und ich finde das generell, warum macht Kapi, und ich sag's nochmal, er braucht ihn nicht, er muss nicht bei ihm sein, er muss ihn sein, so, weißt du, und das ist meine Meinung so, und das ist auch, nicht, ist auch kein Diss, und wenn er das als Diss empfindet, so, dann tut's mir leid, um es jetzt mal hier zu Ende zu machen, um es mal abzukürzen, das Thema. Danach haben wir nochmal telefoniert, beziehungsweise WhatsApp geschrieben, und dann war ich auch vorsichtig, weil komisch, erst macht er Ansage bei Insta, dann schreibt er mir, komm, lass mal treffen. Ich schreibe zurück, klar, jederzeit. Dann sind ein paar Tage vergangen. Dann hat er Farid angerufen und es ist ja auch immer so lustig, mit Farid versteht er sich sehr gut. Wir sind ja Kumpels so. Farid ist ein guter Freund von mir. Farid erzählt mir dann, hey, der möchte sich gerne mit dir treffen. Und der ist auch ein cooler Junge, komm, lass mal hinsetzen und so. Und dann war ich wirklich im Stress wegen dem Album. Es war noch kurz bevor ich mein Album verschoben habe. Dann habe ich Farid auch gesagt, sag ihm, treffen 100% und da macht sich auch keiner Kopf oder will nicht mehr oder hat jetzt Hassgefühle so. Ich jetzt nur als Rapper habe dann nochmal ein bisschen jetzt gedisst auf dem Emo-Album. Es war sogar eine Strophe. Ich habe einen Diss-Song geschrieben, einfach nur, um ein bisschen so Energie rauszulassen. Aber dann hieß es von allen Seiten, von allen meinen Kumpels, ey, wenn du disst, Alter, ey, wenn du jetzt einen Song raushaust, bist du ein richtiger Esel. So. Und dann dachte ich mir, ey, dann wenn ich bei Emo auf dem Album jetzt noch eine Strophe mache, mache ich ein bisschen auf dem anderen Album, kacke ich kurz ein bisschen rein, so, du weißt, so Emo ist so ein friedlicher Typ, ich komme jetzt und muss da, Emo hat damit auch nichts am Hut, ja, so, ich muss halt voll reinstressen in sein Album. Emo meinte auch, ey, muss das sein und so, ich meinte, ja, es muss sein, so, die Strophe ist die Strophe, die passt auf den Song, nimmst du die, oder, nimm die oder halt kein Flair-Feature, so mäßig so. Und, ist aber auch dein Titel, ne, trägt der Track. Ja, nö, Energie, ja. Energie, ja. Unser Titel, ja. Wir haben den gesettet so. Ja, ja. So, na jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich bin mit dem Kapi-Thema nach diesem Emo-Ding da, ist auch kein harter Diss. Da wird nicht Mutter beleidigt, da wird nicht Familie beleidigt, ich sag ihm nicht, ich komme und stech dich ab oder ich fick dich jederzeit. Das habe ich auch nicht gesagt, was er mir gesagt hat. So, ich finde den Typen immer noch cool, sympathisch. Ich glaube daran, dass er ein Drogenproblem hat so ein bisschen. Also er sollte ein bisschen ruhiger, kürzer treten. So. Ich wünsche es mir für ihn so. Ich wünsche es mir aber auch für viele andere Rapper in der Szene. Weißt du, so, da gibt es viele andere Typen, die zu sehr am Zeiger drehen und so. Und vielleicht bin ich mittlerweile schon in einem Alter, wo ich so ein bisschen so auf Daddy komme, so, weißt du? Und dann denken die vielleicht, das ist arrogant gemeint, aber es war nur lieb gemeint. Und wie gesagt, meine paar Disses sind auf dem Emo-Album.
Natürlich bin ich, du kennst mich, ich bin immer Hitzkopf. Ich werde auf jeden Fall, solange wir uns nicht treffen und uns in die Augen gucken und lieb haben danach, werde ich immer irgendwo dissen, genau wie es auch bei 187 viele Themen gibt, die auf meinem Album sind. Genauso wie es Bushido-Themen auf meinem Album gibt. So, das sind immer so diese Sachen, die fließen immer so in meine Mucke mit ein. Aber ich mache keine Diss-Songs mehr gegen Rapper und so. Also glaube ich, das finden die Leute auch gerade sehr sympathisch, so, dass das jetzt nicht meine Musik ausmacht. So. Hm. Ich hoffe, ich konnte dir das jetzt gut erklären. Ja, du erklärst es ja auch den Leuten nicht so, mir. Also die schreiben aber regelmäßig, also Kapi hat ja auch meine Nummer, weil wir ja damals telefoniert hatten. Der hat dann wirklich dann auch kurz vor, ich glaube am 23. Dicker, da war er irgendwie in Berlin, morgens um 9, Alter, Dicker, ich gehe um 7 schlafen, ja. Also der hat auch krasse Zeiten. Manchmal schreibt er mir, wenn ich gerade ins Bett gehe, dann denke ich, der ist auch ein Langschläfer, dann schreibt er mir aber, wenn ich mitten im Pen bin, um 9 Uhr, da meinte er, ey, ich bin KDW, lass mal treffen. 23. Tschüss, Alter, ich muss Album machen, hab Weihnachten, Alter. Ey, sei mir nicht böse, Digga, aber so wichtig bist du mir nicht, dass ich dann an den Weihnachtsfeiertagen mich jetzt damit befasse, so. Aber, und dann hat er auch wieder bei Farid angerufen, so, und wie gesagt, er soll jetzt nicht denken, ich schieb das irgendwo hin, weil das strategisch ist, sondern ich hätte mich auch, wenn es jetzt nicht über Weihnachten gewesen wäre, schon mit ihm getroffen und vielleicht hätten wir dann nett geredet und so. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn ihr mal Quatsch und das Ding hinter euch lasst. Ich muss auch sagen, dass ich seinen Track eher witzig fand und gar nicht so dissig, so krass aufgenommen habe. Ich fand nur das Video danach, das war schon dann härter. Daher finde ich es gut, wenn ihr geredet habt. Das ist doch der einzige Grund, warum ich dann danach auch so einen Text geschrieben habe, so von wegen so, Bushido soll mal gucken, dass er dich im Griff hat mit deinem Lifestyle. Weil Bushido ist der Ältere, der hat auch dir eine Verantwortung gegenüber. Weil mir das wieder so Züge angenommen hat wie damals. Weißt du, mir macht keine Ansagen und droht mir. Das macht keiner. Ob du 15 bist, 25 oder 85, weil wenn du es auf so ein Niveau haben willst, dann hat, weil weißt du, was ich dann für ein Gefühl habe? Dass er wirklich nicht weiß, von welchem Schlag wir sind, was wir alles durchgemacht haben die letzten 20 Jahre so, welche Wege wir gehen mussten. Ich will jetzt hier nicht den Dings-Talk machen. Aber du bist schon... Talk, so. Ich will damit nur sagen, so... Wenn ich weiß, von welcher Fraktion ein Rapper ist, so, dann weiß ich schon, woraus der gemacht ist und was der alles mitmacht. So. Und ich glaube, ich habe mir voll Mühe gegeben, Alter, in dem Nico Backspin-Interview, dass ich das so voll super nett erzähle. Auch jetzt habe ich mir Mühe gegeben. Und wenn man dann mir so Sachen andichtet, so von wegen so, entweder ich bin voll der Tyrann oder ich bin voll der Abkacker, eins von beiden, so, damit komme ich gar nicht klar. Wenn mir einer bei Instagram sagt, hey, ich fick dich und egal, wo du bist und so. Als Berliner bist du da ganz schnell, kannst du auch schlecht drüber stehen, so. Ist schwer, aber also, ich gebe mir Mühe mit 35, mit 36 jetzt, ich muss drüber stehen. Hm. Ich wollte nur sagen, du bist ja bekanntermaßen der Beef-Veteran zwischen euch. Ich wollte gerade sagen, du hast schon einige Beefs gemacht, mitgemacht. Ich habe mich auch gewundert, ein Kollege konnte mit einem 20 Minuten Diss-Track, wo er mich begräbt, ausgräbt, so. Schlachtet, wieder nochmal, konnte mich nicht ficken. Schon einer der Rapper, mit dem man keinen Beef will eigentlich. Genau, und dann kommt Kapi so und naja, ich will es jetzt nicht sagen so, naja, ich meinte, aber es ist wirklich der schlechteste Diss, der jemals gemacht wurde. So. Es war schon Diss, aber es war mehr Spaß Diss. Also das war so ein lustiger, das war jetzt nicht so wie die Ansage auf Insta. Aber was ich sagen wollte, ist gar nicht jetzt wegen ihm. Ich meine nur, im Endeffekt, wer war noch nicht vor deiner Haustür? Na. Farid war schon vor deiner Haustür. Ja. Ja, das ist schon, das ist halt Unsinn. Also ich glaube auch 2018... Farid mit 5 Leuten hat nur geklingelt und ist ganz schnell in sein Auto. Ja. Das kannst du ihm sagen. Das spricht mal mit... Ich habe euch zusammengebracht, redet sowas unter euch. Damit habe ich nichts zu tun. Ey, Digga, jeder... Guck mal, mal jetzt wirklich, wie sagt man das, Real Talk. Wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bei jemandem vor der Tür stehe, jeder Hahn kräht in seinem Nest am lautesten. Ja, sicher. Das heißt, alleine, dass Farid schon nach Berlin gekommen ist und vor meiner Tür stand, so weißt du auch genau Animus. Animus kam auch nur angeblich alleine. Wir hatten aber dann das Handy gehalten. Ja, der hatte einen Kollegen dabei. Ja, und noch ein paar Hells Angels einen Block weiter. Die Fotos habe ich die Bilder, aber es ist ein langes Thema so. Ich sag dir nur, wirklich, es kommt keiner alleine. Weil wenn einer alleine kommt, wenn egal wer, Animus, Bushido, Farid Bang, bla bla bla. Willst, jetzt mal ganz im Ernst, willst du mir sagen, ich komme nicht runter und hau mir mit dir die Köpfe ein?
Und selbst, halt selbst wenn es nicht dazu kommt, komme ich nicht dann wenigstens runter und sage, komm, Alter, cooler Typ, komm, wir trinken Tee. Du weißt doch, wie es ist. Wenn man sich dann auf einmal gegenübersteht, Alter, wenn Animus damals gekommen wäre und, oder egal, ich will jetzt gar nicht Animus wieder hochholen, aber tausend andere Themen. Wenn wirklich einer alleine kommt, frag mal Bastel, dann hängst du von mir Stories. Ich bin wirklich alleine gekommen. Weil ich aber auch wusste, wenn ich jetzt alleine komme und da stehen 20 Leute, weil die denken, ich komme nicht alleine, wer hat sich blamiert? Da kommt es nicht mal zu einer Schlägerei. Meistens kommt es. Wer dich dann haut, weil du in der Unterzahl bist, ist der größte Hurensohn, mit dem willst du gar nicht mehr reden. So. Das sind dann so eklige, hinterhältige Sachen, auf die dann ist so ehrenlos. Ich will damit sagen, es wäre ehrenhaft gewesen, egal von welchem Rapper, der zu mir gekommen wäre, egal wohin. Und dann hätte ich Optik geschoben. Also es war noch nie so und man kann es aber auch nicht verdenken, weil wer denkt schon, dass der andere so ehrenhaft ist? Der andere ist ein Bastard erstmal. Ja, und vor allem, erstens, wenn man sich so unter der Gürtellinie schon beleidigt hat, denkt man das. Zweitens, wenn ich 6 Stunden in eine andere Stadt fahre, dann ist er natürlich auch alleine ein bisschen dumm auch irgendwo. Film irgendwie. Aber gut. Genau, jeder Hahn kräht in seinem Nest am lautesten. Das heißt, ich bin in deiner Stadt bin ich auch nur ein Gast, bin auch nur ein Tourist und so. Und bei mir, alleine vor meiner Haustür, vielleicht habe ich da mir schon Telamin hingelegt, Alter. Weißt du noch nicht? Oder ich weiß, dass mein Nachbar unten, der den Garten hat, hat einen Kampfhund. Also ich will nur mal sagen, du kannst ja Fallen aufbauen. Du kannst kreativ werden so. Und das ist natürlich eine Sache, so, wo es immer das Beste ist, wenn sich Mann gegen Mann gegenüberstehen. Und dann ist es auch eine, ich glaube, dann ist es auch zum ersten Mal, und das habe ich auch immer gesagt bei dem Farid-Beef, und bei mir und Kapi wäre das genauso, dann schaut man sich in die Augen und dann ist es sowieso eine ganz andere Nummer. Weil das Internet ist nun mal eine Schlampe. Er weiß ganz, eine Sache, die hat er ehrlich am Telefon gesagt. Er meinte, Flair, das erste Mal, wo wir telefoniert haben, und darum habe ich auch gerne mit ihm telefoniert, er meinte, Flair, du weißt, meine Fans sind junge Fans, die verstehen es falsch. Du bist im Interview, du redest, boah, Bushido, Kapi, ba. Du bist erwachsen, meine Fans sind nicht so erwachsen wie du, die verstehen es falsch. Die sehen nur, du redest über mich, du redest abwertend, mach mir nicht meine Fans kaputt oder mach mich nicht schlecht. Blablabla. Und ich schwör's dir, ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, wenn es so ist, sorry, ich hab's nur so gemeint, ey, Business. Und ich sage dir, Kapi wird in 10 Jahren sagen, scheiße, Flair hat damals recht gehabt. Das kannst du jetzt aber einem jungen Typen nicht sagen. Ja, die Frage ist... Alles gut. Alles gut. Ich will damit sagen, in 10 Jahren, wenn er das hört, wird er verstehen, wie ich es gemeint habe. Bushido wird so... Er da gesessen haben. Er hat recht. Nee, aber wenn der... Die Sache ist, ich verstehe ja, was du sagst. Jeder wird... Ja, erstens habe ich das auch als Kompliment gesehen. Jeder versteht dich da. Wirtschaftlich braucht er ihn nicht. Der kann direkt zu Sony oder wen auch immer gehen und Vertrieb machen. Er ist jetzt bei Urban, der kann auch direkt das machen. Und so. Die Frage ist nur, ob er das will. Also man weiß ja immer nicht, was will der Künstler. Will er vielleicht... jeder will ja dasselbe. Also ja, das wäre rein wirtschaftlich gesehen, klar, kann er da mehr Geld machen. Genau, aber zum Abschluss, was ich noch sagen möchte, ist, dass das Bushido-Thema, wenn er dann jetzt im Nachhinein kommt und sagt, ja, du hast mir einmal versprochen, du hast dich einmal entschuldigt für das Interview und dann hast du bei deiner Conor-EP dann halt gedisst, danach kam er sein Diss, und ich habe nur Bushido gedisst. Das B auf deinem Hals steht für V-Mann. Ja. So, ja, V-Mann hin oder her, ey, aber wir wissen gerade, was der Polizei, wenn die Bild-Zeitung schreiben darf, er hat Polizeischutz. Und ich darf da nicht darüber rappen. Weil wenn ich das rappe, bin ich der Wichser. Wenn es die Bild schreibt, ist es okay. Also ich will damit sagen, das ist schon mal sehr, sehr konfus. Und ich bin der Letzte, der Leute vorschicken würde, der indirekt dissen würde, der Kapi disst, weil er weiß, er ist bei Bushido. Das mache ich nicht. Ich habe ein Problem mit Bushido, wenn überhaupt. Also ich habe den Jahre nicht gesehen oder ein Jahr nicht gesehen. Okay, also wenn dann betrifft es nur ihn und mich. Und das hat Kapi selber bei dem Telefon hat gesagt. Wer ist er, dass er ein Beef, der 15 Jahre geht, bei aller Liebe jetzt kein Diss, kommt ein kleiner Rapper zu mir, ein junger Rapper, und klärt jetzt den Beef von Bushido und Flair, der 15 Jahre geht. Mit einem Telefonat. Also das ist unmöglich, dass ein Typ bei mir anruft, der nichts damit zu tun hat, der noch nicht mal gerappt hat, wo wir beide uns das erste Mal bekriegt haben, und jetzt eine Sache für ihn klärt und selber am Telefon aber auch meinte, dass es nicht sein Thema ist. So. Deswegen, da müssen die Leute von außen auch sehen, dass es unlogisch ist. Ich bespreche nichts mit einem Kapi, was ein Bushido angeht, Alter. Mhm. Ich bin 36 Jahre, Bushido ist 40, Alter, da kommt kein 20-Jähriger oder wie alt ist der 25-Jähriger und sagt mir, was wir... Wollte er auch nicht. Deswegen, aber dass er im Nachhinein jetzt sagt,
Du hast mir zweimal was versprochen. Das heißt einmal den Diss im Interview, was kein Diss war, und das Thema mit Bushido. Das ist so. Und dann, dann wird er bei Instagram sauer und sagt, du hast zweimal was gesagt, ich ficke das. Und das hat mich sauer gemacht, Alter. Ja. Weil dann nimmst du echt meine Wörter und entweder kommt es bei dir nicht an oder du nimmst mich nicht ernst oder du verdrehst Sachen so. Schade, ich mag den, Alter. Ich hoffe, der macht weiter gute Musik. Ich hoffe, der passt ein bisschen auf mit seinem Lifestyle so und dann ist geil. Und wenn wir uns sehen, Alter, wie gesagt, so viel kann ich mit dem auch nicht ausdiskutieren. So viel kann ich, also alles, was so ich... So viel ist jetzt auch nicht vorgefallen. Nee, ich meine, alles, was ich jetzt gesagt habe, würde ich ihm ins Gesicht sagen. Entweder er würde es anerkennen oder er würde sagen, nee, du hast mir da was anderes gesagt. Oder ich würde sagen, nee, du hast aber das. Das wird dann kindisch, das ist albern so. Und am Ende hat er mich nicht krass beleidigt, dass er sich bei mir entschuldigen muss, sage ich auch. Er hat mich nicht krass jetzt gedisst. Und die Disses, die ich gegen ihn machen werde, da brauche ich mich auch nicht für entschuldigen, weil das sind auch, die kann er auch so, macht er auch so. Das ist geil gerappt, geil geflowt. Der Vibe wurde gecatcht. So, aber mehr auch nicht, Alter. Ja, gut. Yes. Yes, yo. Das, Clickbait, Alter. Ja, eins. Was soll man machen? Ey, wie viele Schwanzblogger danach irgendwelche... Warum können die meisten YouTuber mit ihren YouTube-Blogs nicht richtig haben keine saubere Aussprache? Wie kann es das sein, dass du dir das zum... Das sind irgendwelche Hampelmänner. Flair hat gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich meine... Zum ersten Mal was. Das Ding ist halt, das war die meistgefragteste Frage auf Instagram. Was soll man machen? Ich merke auch, da wo junges Publikum ist, bei Instagram wird eher krass gepusht. Da wo das Publikum ein bisschen älter ist, bei YouTube gibt es ja auch ältere Leute. Wie gesagt, war eine miese Dislike-Welle so. Deswegen, also ich bin da super... Ja gut, ey. Gut, alles gut. Alter. Alles gut. Lass uns mal zu einer anderen Frage kommen, die auch ein paar Mal gestellt wurde, witzigerweise. Ob du, weil du ja mit Till Lindemann gut bist von Ramsch. Bin schon lange nicht mehr. Also nicht mehr gut? Okay. Nee, schon lange nicht mehr. Okay, wegen dieser T-Shirt-Sache, diese Druck. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass er mir eine Sache versprochen hatte. Die Sache wurde dann gemacht, wo dann das Design sozusagen in einen Auftrag gegeben werden sollte. Oder nee, wir hatten schon produziert, wir hatten schon die T-Shirts auf Lager. Kam sein Manager zu mir und meinte, das geht nicht. Naja, ich erinnere mich an die Sache. Und dann habe ich sogar schon raus gehabt, oder? Du hast schon Werbung gemacht. Seine Frau, Sophia Tomala, hat schon Werbung für die Shirts gemacht. Ja. Boah, wenn ihr wollt, ich mache das Till Lindemann Fass jetzt auf, Alter. Wenn du die Hintergründe... Lange Rede, kurzer Sinn. Aber das zeigt den Charakter von einem Till Lindemann. Und ihr könnt, ich sage es, wie es war. Und er kann ja sagen, ob es anders war, oder er kann ja, sagt mir, ob ich im Recht bin oder nicht. Also, ich frage ihn im Grill Royal, darf ich dieses Sehnsucht-Cover... Im Grill, dieses scheiß Grill Royal, Alter, der wird so fame wegen dir. Glaub mir, die brauchen uns nicht. Aber die, ja, ich meine... Egal, also, ich frage ihn... Wir haben Name gedroppt von diesem Laden. Also, ich frage ihn, wir sitzen da, wir sind ja gute Freunde gewesen, so, Sophia Tomala, Alain Mitschitsch, der Manager, Till Lindemann, wir sind regelmäßig essen, wir kennen uns richtig gut, so. Und ich frage ihn, darf ich das machen? Weil Vetmore hat das auch gemacht und so Rockcovers und so. Und wir chillen miteinander. Die Leute wissen, wir chillen miteinander. Komm, ich nehme dein Cover und pack ein Rockmotiv auf den Hip-Hop, auf eine Hip-Hop-Marke. Geil, komm. Also geil. Und trink weiter seinen Wodka da. Ist okay, ein Mann, ein Wort. So. Ich denke mir nur so, aber noch geiler ist es, wenn ich das Rammstein, Till Lindemann, Maskulin-Shirt, Sophia Tomala anziehe und sie ist postet. Ich frage Sophia, hast du Bock? Ich denke, Sophia Tomala, Alter, die nimmt normalerweise... Deichmann-Kampagne oder weiß ich nicht was, oder Lidl-Kampagne, kriegt die eine Mio. Bei mir sagt die, mache ich, komm sofort. Weil Sophia Tomala, die ist King. Die ist einmal ein Wort, ich schwör's dir. Eine Frau ein Wort. So, ich gebe dir das Shirt. Also ich gebe der Frau von Till Lindemann ein Shirt, dass sie das macht. Sie nimmt ihren Fotografen, macht Bilder, schickt mir die Bilder. Ich schicke die T-Shirts an die Adresse von Till Lindemann, wo die beide wohnen. Ah, die sind offiziell auch zusammen und so weiter. Damals waren die noch zusammen. So damals waren die. Jetzt sind die offiziell auseinander. Okay. Das war vor 2 Jahren. Alles klar, also die Adresse, das heißt theoretisch, er müsste das alles mitbekommen. Alles mitbekommen. Irgendwann dann machte die Bilder und ich denke, okay, die Klamotten sind produziert, die kommen jetzt in 4 Wochen raus, ich poste die Bilder, ich fange an mit Werbung. Ich poste die Bilder, irgendwann, wer schreibt mich an? Das Management von Rammstein. Mhm. Management. Nicht Till Lindemann sagt, ey, nein, Management. Sofort Bilder runter. Wie viel habt ihr davon hergestellt? Müsst ihr vernichten? Wir wissen, es kommt über Bravado. Damals war ich noch nicht bei DevShop. Ah, es kommt über Bravado. Sofort an Universal Bravado Abmahnung geschickt. Also das volle Managerprogramm. Das volle Rammstein-Managerprogramm. Ja. Als ob man sich nicht kennt. Als ob man sich nicht kennt. Ja, so. Ja. Und das ist ja schon schlimm genug. Nee, was noch schlimmer ist, ich rufe Till Lindemann an und sage,
Ey, hör mal zu, Sonne. Ich habe deine Erlaubnis bekommen, mündlich. Wir sind ja jetzt hier nicht hier vom Amtsgericht Moabit, Alter, aber du hast doch dein Wort gegeben. Deine Frau hat das Ding angezogen. Wir haben Bilder gemacht. Hast du alles mitbekommen? Was ist los? Was ist los? Ja. Weißt du, was seine Reaktion war? Ja, Flair, aber der ist wirklich so. Ja, Flair, aber das hättest du ja ruhig nochmal mit dem Management klären müssen. Richtig, diese... Ich will es ja nicht sagen, aber das ist... So richtig dieses... Sag du das. Auf der Bühne machst du Welle, bist der harte Macker und hinter der Bühne bist du eine Luftpumpe und hast dann nicht mal die Eier zu sagen, ich habe es nicht mit dem Management geklärt, beziehungsweise jetzt, wo das Management schon aggressiv wird, gehe ich zu denen hin, mache mich gerade und hole mal die Kuh vom Eis. Das, was mich ja sauer macht an der ganzen Sache, was mich dann persönlich, ich habe den wirklich angeschrien, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe so geschrien, Digga, ich meinte, spiel nicht mit mir, ich werde dich ficken. Ich habe den richtig bedroht, Digga. Weil die Situation ist jetzt, wie sie ist. Du bist eine Lusche, ich bin vielleicht ein bisschen voreilig gewesen, habe nicht 5 Anwälte zu deinem Management geschickt, okay, scheiße. Jetzt, wo die Sache kacke ist, jetzt, wo dein Anwalt Dritte anschreibt, Universal, Digga, ich mache mich unglaubwürdig bei Universal, hab denen auch mein Wort gegeben. Ja, ja, Tillemann ist mein Bruder, es geht alles klar. Jetzt ruft mich Universal an und sagt, sag mal, bist du behindert, Alter? Naja, klar, normal, die kriegen ja den Scheiß ab, Mann. Ja, die verstehe ich am ersten so. Die sagen, ja, jetzt haben wir hier den Flair, Alter, der fickt uns schon wieder. Ja, ich hatte schon Hausverbote, Alter. Wir müssen mal eine Was-Los-Folge machen, nur über Flair und die Musikindustrie. Welche Verleger ich schon gefickt habe, wo ich Hausverbot hatte, bei welchen Vertrieben, bei welchen Labels. Ey, diese Industrie, damit wir mal die Namen aufdecken. Egal. Und machen zum wir. Abschluss, auf jeden Fall. Machen wir. Zum Abschluss wollte ich halt nur sagen, so, dann habe ich ihn halt richtig am Telefon an. Ich meine, Digga, jetzt gerade so wie die Situation ist, jetzt bist du nicht mal Manns genug, jetzt zu sagen, ey, Flair ist mein Freund, lass mal irgendwie eine Einigung finden. Nein, wir mussten die Sachen vernichten, die Bilder löschen, zwei Unterlassungen unterschreiben. Sogar dann kam er nicht mal, war mein Freund. Weißt du, wenn er 5 Wodka in Tuss hat, dann ist er dein Freund. Wenn er aber dann wirklich mal Dings, Alter, komm, ich bin voll aggressiv, Alter. Ja, wenn dann wirklich so zu Themen auf dem Tisch liegen, dann kann er sich nicht für dich einsetzen, so. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, mit so einem Schwanz mit dir, wie dir will ich gar nicht reden. Ich will mit dir gar nicht mehr essen gehen. Wer bist du, Schwanz? Ich gehe mit deinem Management essen. Ja, ja, genau. Ich gehe jetzt nur noch, genau, ich rede jetzt nur noch mit dem Manager. So. Nee, aber Spaß beiseite. Nein, ich meine, ihr kanntet euch schon lange. Also das war sehr schon lange, sehr lange, sehr lange. Also, aber wieso hat er dann nicht einfach, wieso hast du nicht mehr am Telefon gesagt, ja, Dicker, ich dachte, du klärst das mit dem Manager, okay. Hab ich. Jetzt sind wir jetzt hier, jetzt hab ist ich. Das Ding da, jetzt hab das Kind geworden. Genau so. Was machen wir jetzt? Hab ich, genau so. Und dann sagt er, ja. Nee, da habe ich nichts zu melden, das ist die Band. Die Band und das Management. Die Band kennt mich auch vom Sehen. Ich würde das verstehen, aber... Ich will ja nicht sagen, dass ich eine berühmte Persönlichkeit bin, so. Aber ich war bei denen als Flair beim Soundcheck, hab allen Hallo gesagt, die wissen, wer ich bin. Ich will nur sagen, klar, kann auch alles sein, was er sagt, Management, Band, aber die hätte er natürlich vorher informieren müssen, bevor er dir dein Wort gibt. Das ist ja der genau. Punkt. Ja, was, willst du Karte wechseln? Ja, mach eben. Wir machen auf die Kamera erstmal weiter. Mach einfach gleich an. Ja. Und also euer Verhältnis ist natürlich tot, ist klar. Und die Shirts mussten dann verbrannt werden, die ist ja, was heißt, vernichtet was heißt, werden. Na, guck mal, na, was heißt tot? So, dann rufe ich Sophia Tomala an und sage, was ist denn dein Mann für ein Schwanz? Denn, ja, da los. Ich rufe dann Sophia Tomala an und sage, was ist denn dein Mann für ein Schwanz? Und die hat auf sich direkt Bühne. Getrennt. Das wär die Story. Wieso, was? Ciao. Nein, Mann, die haben sowieso schon in der Zeit. Die haben doch eh auch noch. Tschüss. Also wenn ich jetzt wirklich der größte Hurensohn wäre, dann würde ich sagen, wen die in der Zeit gefickt hat. Nee, dann würde ja, ich sagen, lass wen... Mal bitte. Die Bild-Zeitung schreibt das selber. Ja. Das ist jetzt nichts Neues, dass Sophia Tomala so ihr Ding gemacht hat. Okay. Also, dass die Beziehung keine richtige Beziehung mehr war, das ist jetzt hier kein Geheimnis. So, ich will nur damit sagen, Alter, so, der Till Lindemann, so was mich enttäuscht hat, ist, der macht auf breit, auf laut, auf krass, auf Rammstein, so, und es sind ja auch, für mich waren es auch Idole, Dicker. Rammstein, Dicker. Ja, okay. Rammstein, Alter. Die harten Motherfucker, jedes Video ist kontrovers, die zeigen ihre Muckis da, schwitzen da rum, machen auf harte Kerle, Alter. Ey, und dann geht der Typ von der Bühne runter und ist genau das Gegenteil. Und das hat mich enttäuscht. Und dann habe ich ihm genauso gesagt, hör mal zu, ich bin Rapper, ich bin hier am Telefon wie auf der Bühne und du Schwanz bist ein Rocker, oder was der ist, DDR-Metal-Ikone, keine Ahnung.
Und das war einfach traurig, Alter. Und dann habe ich einfach gesagt, ich will mit solchen Menschen nichts mehr zu tun haben, weil ich nehme keine Drogen, die nehmen ja alle Drogen, ich nehme keine Drogen, ich brauche mit euch nicht saufen. Im Grill Royal gehe ich, danke für die Einladung, ich habe die auch ein paar Mal eingeladen, so, keiner schuldet einem irgendwas. Die Einzige wirklich, der ich zu Dank verpflichtet bin, ist Sophia Tomalla, weil Sophia Tomalla immer am Start ist, immer was fragt. Was hat die denn jetzt nun gesagt am Telefon? Auf die Wahrheit? Ja. Die sind behindert. Die hat geweint, erstmal, weil ich halt sauer geworden bin. Weil ich zu ihr gesagt habe, ey, hör mal zu, für mich ist das eine Sache, was mit Anwälten und so. Weil bei Anwälten, da kriege ich richtigen Kotzreiz. So, Anwälte ist wie immer so, es geht um Klage und um, das ist ja Bedrohung. Wenn du einen Anwalt schickst, dann finde ich, ist es wie eine Drohung. Und da habe ich ihr gesagt, ich werde ihm auch drohen jetzt. Er fickt mich mit einem Brief, ich fick ihn so. Ich bin halt ausgerastet, fand es voll unverschämt, voll traurig. Ich war menschlich als private Person sehr enttäuscht. Ja, klar, aber verständlich, aber warum saugst du die an, die hat ihr Rolf? Nein, ich saug sie an, weil es ihr Mann war. Ja, okay, du bist da einfach. Und wenn sie mit ihm im Bett liegt abends und dann am nächsten Tag die Pressebilder macht, dann frage ich auch, sag mal, redet ihr miteinander, wenn ihr da nachts in der Koje liegt, Alter? Und du am nächsten Tag Maskulinbilder machst, Alter, mit Rammstein-T-Shirts? Ist das euer Ernst? Verstehst du, es war schon sehr, sehr. Aber ihr seid cool. Ich habe den Kontakt komplett abgebrochen. Zu allen? Oder zu allen und ganz besonders zu dem Manager, Alan Micic, weil da gab es sehr, sehr intrigante Sachen, die er in seinem, also er hat Sachen in seinem Privatleben gemacht, ja. Die gingen mir so, die fand ich so unter aller Sau, dass ich entweder jetzt an die Öffentlichkeit gehen müsste und das sagen müsste. Ja. Eigentlich müsste ich es jetzt sagen, weil er hat Sachen gemacht, die sind so, Digga, die sind so, da brauchen, also wie sage ich das, ohne dass ich es sage? Wenn du als Mann, wenn du als Ehemann, als Freund Scheiße baust, ihr wisst, was man machen kann. Ich rede nicht von Fremdgehen. Ich rede von so Sachen, so ey, die gehen zu weit. Die Sachen hat er gemacht, die habe ich mitbekommen. Hab gesagt, entweder ich fick dich jetzt oder ich ruf dann auch mal die Polizei an, weil was du da gerade machst, ist sehr, sehr, wie sagt man, es hat nichts mit, Leute sollen nicht denken, dass es da um Straßenthemen geht, sondern es geht da richtig um eklige Themen so. Und ich bin so ein Mensch, bei mir in meinem Privatleben, entweder habe ich Freunde, das sind meine Brüder, kennst du ja, weißt du, entweder so, ich kenne die gut und vertraue denen alles an und verlange dann auch viel von denen so, aber gerade wer, du kennst mich jetzt seit ein paar Jahren so, ich bin halt auch ein schwieriger Typ. So. Oh, bist du, oh. Ganz nett eigentlich. Ganz nett, so. Und, gut, also du. Und ich brauche nicht dieses, guck mal, die leben in so einer Welt, in dieser Boulevardpresse, ich brauche nicht dieses nach dem Maul quatschen. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht deren Presse, ich brauche nicht deren Promo, ich will nicht mit denen gesehen werden. Ich fand die cool, die waren Atze, Sophia Tomalla, coole Frau, aber macht auch viele Sachen, wo ich der Meinung bin, ey, da fickt sie sich immer selber mit so. Egal, ist nicht meine Welt, aber Sophia Tomalla, die könnte immer kommen und könnte fragen und ich würde immer da sein, so. Und aber dieser Till Lindemann, Alter, so. Dann habe ich auch den Song mit Haftbefehl. Er hat ja auch bei Universal über mich geredet. Ich war ja Thema. Das heißt, es gibt ein Meeting zwischen Nefi Temur wegen Haftbefehl, weil wahrscheinlich der Till Lindemann dann sagt, ich brauche einen Rapper für meine Single, weil ich will ja auch mal ein bisschen Streaming-Zahlen haben, so. Und dann fällt natürlich mein Name. Und dann hat Till Lindemann natürlich gesagt, ja, der Flair, ich wollte ihm eigentlich nur helfen. Das war der O-Ton. Aber wie denn, indem er dich fickt? Ach, ja. Also das, Mann, ich, Digga, aber merkst du nicht, wie diese Menschen sind? Crazy, als wenn der wirklich was klären will. Digga, der spielt in Buenos Aires oder irgendwo in Mexiko vor 150.000 Leuten, ballert sich mies zu, spielt seine Greatest Hits da von seinem Scheiß-Album, die sind Legenden-Songs, aber die Songs sind 20 Jahre alt oder 15 Jahre alt. Die machen keine Musik, die spielen nur ihre alten Songs. So, für mich, was willst du mit so einem... Also ja, das Ding ist, also... ich sag dir mal eine Sache. Die Sache ist, man könnte jetzt sagen... Ey, der hat dir da sein Wort gegeben, ihr wart chillen, ihr habt euch gut verstanden. Hey, ja klar, mach mal ein T-Shirt und so. Aber ich sag dir, ich bin lange genug im Business, dass ich mir das auf jeden Fall mindestens per E-Mail nochmal hätte geholt. Weil du weißt doch, wie das ist, Alter. Ich habe das auch schon tausendmal. Ich guck's den Leuten in die Augen, die sind dann, Bro, du bist mit denen wochenlang, du bist Monate, du kennst sie jahrelang. Und dann sagen die dir zwischen Tür und Angel auf irgendeinem Festival, sagen, geben dir ihr Wort, wenn mach. Jetzt, ja, Moment, und dann Moment, gefickt. Wenn wir jetzt auf die Anwaltliche kommen, ist das auch eine Zusage. Ja klar, wenn du das, ich habe Zeugen, der war mit bei, vor Gericht haben sie gesagt, ja, auch gefickt. Ja. So, okay, aber was für Gericht, Alter? Ja, du hast ihn halt vertraut.
Ja, ich war ja enttäuscht, persönlich. Wenn es um Business gegangen wäre, ich scheiß auf die 500 T-Shirts, Mann. Auf die 500 Shirts und auf die 500 Longs. Mann, Dicker, ich verkauf gerade mehr Merch als Rammstein online. Ja, krass. Natürlich, Mann. Die sind vorbei. Aber also du hättest eh nur... Angemeldet. Du hast eh nur... Also warte, ganz kurz, lass mich das nur festhalten. Du hast eh nur eine limitierte Geschichte gemacht, 500 Shirts. Ja, es ging nur um den Vibe. Das ist richtig peinlich. Dafür sich zu streiten, es ist richtig peinlich. Es ging nämlich um Geld, Dicker. Ja, so. Es ging um deren Art. Ich hätte verstanden, wenn die... Es ging um deren Art. Was Rap? Jetzt, 2 Jahre später, Flair können wir nicht mehr holen. Brauche ich dir nicht sagen, dass ich die erste Wahl gewesen wäre. Ja, ist ja klar, du bist ja mit denen immer unterwegs. Digga, was? Nein. Haftbefehl für mich Legende. So, nur mal, ich will es anders erzählen, damit wir nicht Haftbefehl jetzt hier irgendwie negativ erwähnen. Haftbefehl für mich Legende. Es gibt für mich Azad, Bushido von diesem Straßending, auch wenn ich Bushido, ist ja ein persönliches Thema, darum ist Bushido raus. Cool Savage, Haftbefehl. Und wen gibt's noch, streetmäßig, wo man sagen muss, ey, die müssen auf mein Album. So, Haftbefehl ist auf jeden Fall in dieser Top 10. So. Ja. Farid. So, Haftbefehl ist Legende. So. Was glaubst du, was ein Rammstein Lindemann Rocker von Haftbefehl hält? Ja, wenn er ihn kennt, dann. Nein, ich rede von Nationalitäten. Ich rede von Stereotypen, von Klischees. Echt so krass. So sind die drauf. Mach keinen Scheiß. Ich dachte, die rollen das eher nur so. Kennst du noch richtig diese. Egal. Ich will damit sagen, mich haben Leute auch gefragt bei Instagram. Ich habe mit Absicht geschrieben, Bomben-Song, der Song, ich finde den nicht scheiße. Haftbefehl soll mit diesem Song mehr Geld machen, Alter, als mit egal was. Ich habe keine Sekunde an Haftbefehl dabei gedacht. Ich bin jetzt hier nicht, oh, der Rapper gönnt dem anderen Rapper nicht. Ich bin der größte Hurensohn, wenn ich mich verfreue. Ich habe Neffi angerufen, eine Bombe, Hafti, generell wie Hafti gerade auch zurückkommt. Sido Savage Single, bam. Was war da noch gerade? Hat er noch was anderes gerade gemacht? Aber egal, dann Lindemann Single, bam. Für mich ist Haftbefehl jetzt wieder zurück. Ja, das ist ein anderes Thema. Warum muss er? Warum, Alter? Haftbefehl macht damit 2 starke Strophen. Ich meine ja, damit er auch zurück. Für mich ist der gerade wieder da. Du kommst, Alter, machst 2 Songs mit Sido und Savage, nur mit Till Lindemann. Für mich ist der wieder da. So. Also, ob er jetzt Alben verkauft, ob er jetzt ein geiles Album macht, da stecke ich nicht drin. Ich meine halt nur, die Konstellation ist auch geil. Das Video ist geil, ist alles geil. Mann, Digga, das sind Profis. Alle, die an diesem Produkt arbeiten, sind Profis. So. Ich sag halt nur so, dass Till Lindemann dann irgendwo bei Universal sitzt und sich die Rapper rauspickt, so, das macht er dann auch nur, weil er genau, weil ich dann nicht mehr da bin. So. Yes, ja, ich gut. Ich hätte es mir auch gewünscht, mit Till Lindemann einen Song zu machen. Ich war auch überrascht, wie rap-lastig der Song ist. Also wie hip-hop-lastig der Song ist. So. Ja, es ist halt nicht Rammstein, es ist halt Till. Ich glaube, der experimentiert da mehr als Rammstein selbst, hat, glaube ich, schon eine härtere Linie. Also nicht hart, sondern eine geradere, also machen, weniger ja. Spielereien. Ja, und auch deren Live-Show und so. Er hat mich ja, also nochmal zum Abschluss, er hat mich davor 2-3 Mal nochmal, also auch nochmal gefickt. Weißt du noch mit dem Frauenfeld-Thema? Ja. Das war vor T-Shirts. Da hat er auch schon eine Ansage bekommen. Da hieß es doch, ey, ich unterstütze dich in diesem Live-Geschäft mit Pyrotechnik, dies, das, Pipapo. Na, was haben wir am Ende gemacht? Sag doch mal den Leuten, was habe ich gezahlt beim Frauenfeld? Ja, was war das? 70? Ich 70.000 habe ich der Blackbox. Blackbox ist eine Live-Produktionsfirma, wo Till Lindemann mich vermittelt hat und mit drin steckt. Baby ist der Chef. Ja. So, am Ende habe ich 60.000, 70.000 Euro gezahlt und Till Lindemann war nicht einmal da und hat sich für die Scheiße interessiert. Obwohl er meinte, geh da hin, zahl viel Geld, ich bin mit drin in der Produktion, ich helfe dir, komm, wir machen was. Aber jetzt nicht Laberkopf. Da schon, aber jetzt nicht da schon gecheckt, okay, der labert nur das T-Shirt-Ding, nimm ich auch nicht ernst. Ja. Aber ja gut, misst man halt, steckt man halt nicht drin, macht man halt. Umso mehr ich in die Falle laufe, umso aggressiver bin ich dann leider am Ende. Ja. Kennst du das so? Ja, schade, ich muss sagen, echt schade, weil irgendwie, weil ich kenne einige Leute und auch im Rap-Game, die für ein Lindemann-Feature, Rammstein, so, da das so krasse Ikonen sind, da hätten die alles gemacht. Für mich ist es nicht mehr so, weil ich kenne ihn jetzt persönlich natürlich. Ja, auf jeden Fall, ich will nur sagen, dass es schon auch für die Rap-Welt Ikonen sind, groß sind, dass man weiß, wow, die machen in Rom so ein Ding voll, die machen in Buenos Aires, wie gesagt. Das ist krass, ne? Auf der anderen Seite dann enttäuschend, wenn man sowas hört, aber ich hab unlängst gerade, habe ich hier für mich ist es genau wie mit Buba. Das sind für mich so Leute, was die in ihrer Karriere geleistet haben, wie die in ihrer Karriere stattfinden. So.
krass. Sobald du dann ein bisschen privat mehr mitbekommst, ja, fällt der Vorhang so. Ist das nicht aber auch im deutschen Rap so auch? Ist doch bei mir wieder. Wenn doch du zu mir, also von mir können die Leute eine Sache auf jeden Fall immer sagen, wenn sie mich kennenlernen, der ist wie in seiner Musik. Oder wie auch, wie immer halt. Also eine kein zwei, keine Jekyll und Hyde. Genau, zwei genau. Ich trinke nicht mit dir Wodka, quatsch dich voll und am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, was ich dir versprochen habe. Nee, so, das ist halt eine Sache, wo ich echt traurig bin, dass das sozusagen von einem erwachsenen, ja, Mann kommt. Ja gut, fuck it, fuck off the T-Shirt, ey. Du hast eh dein eigenes Geschäft. Fick auf ihn, Alter. Ja, fick auf ihn. Fick auf ihn, Alter. Schade, Mann, Alter. Viel Respekt, wirklich krass. Ja. So, Freunde, da sind wir wieder. Kurze Location-Wechsel. Ich habe noch einen für dich. Bester Rap-Solo-Act national. Das ist ein bisschen die Königsklasse. Hast du ja auch schon mal gewonnen. Du bist auch wieder nominiert, aber wir gehen ja wieder von dir weg. Und was ist denn, ohne dass ich jetzt Namen sage, was ist für dich so? Wer ist der Mann? Wer ist der MVP dieses Jahr? Also, soll ich dir sagen, was wir aufgeschrieben haben? Ja, besser. Zur Nominierung stehen auf jeden Fall UFO, Jizzes, Luciano, AZ, Olexesh, Capital Bra, Oji Kimo, Summer Jam und Eno. Kam eigentlich von Summer Jam. Dies Jahr. Ja, bestes Album und bester Künstler Summer Jam. Ja, das hat wirklich ein sehr starkes Album gemacht. Endstufe. Weil kam von Jizzes dieses Jahr sein Album? Ja, klar. Ja, okay. Ja, sorry, Wolke 7, genau. Und da habe ich dann gesagt, Wolke 7, bester Album? Du hast gesagt, Safe, bester, also eins der besten. Aber da war Summer Jam nicht nominiert. Doch, der ist nominiert. Okay, sorry, Alter, ey. Summer, bester Album. Es sind halt viele geile Sachen dieses Jahr geworden. Ja, Olex Hersch hat auch viel abgerissen. Capital war letztes Jahr schon viel los, ne? Ja. Dieses Jahr Capital, bisschen vielleicht Übersättigung, weil er ja irgendwie die Woche zwei Tracks rausgebracht Luciano hat. Luciano aber eigentlich auch, so vom Come-Up her, Luciano auch sehr krass. Sehr krass. Finde ich auch. Ja. Da kann das, also ich könnte da fast jedem das einfach geben. Ne? Das ist richtig krass, viele. Ja, cool, da. Dass ich wieder nominiert bin, oder? Ja. Bester Rap Solo Act international. Eminem ist dabei, Kanye, Cardi ist dabei, Eminem, ja. Alter. Mann, Eminem hat die krasseste Fanbase, gerade in Deutschland. Da kannst du irgendwie gar nicht gegen ankommen. Ja, so einen richtigen, ey Mann, so einen richtigen früher Michael Jackson heute Eminem gehört. Oder als wir Eminem-Konzert waren in Hannover, ne? Ey, das ist, wir sind ja in Hannover, ey, krass. Ich war hier auf der, warst du mit mir? Wie hieß die Location? Messegelände, genau. Waren wir bei Eminem, ne? Weißt du, was da für Menschen waren? Menschen, wo du genau weißt, also zum großen Teil, wirklich, ich will nicht Leute verurteilen, aber ich will nur sagen, man hat genau gesehen, die haben in den 90ern Hip-Hop gehört, die hören keinen Rap mehr heute. Ja. Und Fanbase halt. Von daher cool, ich war ja auch da, weil ich ihn aus der Zeit hören wollte. Ja. Aber er hat, glaube ich, keine neuen Fans mehr, ne? Also neue Generation Leute, denen, glaube ich, oder? Die tragen noch Pelle-Pelle-Baggies. Genau. Die tragen das so lange, bis es wieder innen wird. Kennst du, gibt mir genug Marken. Helly ist auch wieder da. Memo hat Helly Jensen alleine wieder nach Europa gebracht. So, dann haben wir, das war's schon, aber ich habe noch was Witziges. Mhm. Da bist du auch drin mit einem Nicen. Und zwar, beste Line. Weißt du, mit welcher Line du... Ich will das jetzt echt nicht alles vorlesen. Die sind auf hiphop.de, könnt ihr euch angucken. Ist auch schwer, weil da sind ein paar Sachen dabei, die sind cool und ein paar Sachen sind, reimen sich besser. Aber ich will mal nur das lesen, wo du jetzt drin bist. Nico von der Becks bin, ich habe ihm verziehen. 2018 rappt Kollege wie Rakim. Geil, ne? Du hast echt angerufen und gesagt, ey, sorry, Mann, du hast recht, er rappt wie Rakim. Nee. Was geht mit 2019? Was sind die Pläne? Album kommt, Museno EP, Jalil Album. Erzähl doch mal was von, über Museno. More Blessings. More Money. Man sagt ja nicht Money, man sagt ja Blessings. Jetzt. More Blessings. Ich kann auch die Fanfragen durchgehen, aber also Fragen, die wir auf Instagram gestellt haben, aber du kannst auch nochmal einfach sagen. Ja, ich habe schon mal Fanfragen. Kann ich machen. Aber. Farid Bang. Ach, Farid ist gerade beim Videodreh, okay. Mit den Bitches. The Real Plug. Okay, ich gucke nur hier. Fanfragen vorne hier auf Instagram. Ich schau mal, was so rumkommt, aber du kannst immer vielleicht sagen, ein bisschen zu deinem Newcomer, wo hast du den her? Er ist der Adlib King, hast du gesagt. Ja, Museno war damals
derjenige, der halt bei Pfirsich diese krassen Adlibs gemacht hat. Ja. Und dann habe ich 2 Monate später herausgefunden, dass er auch rappt. Weil Remo mir das nicht gesagt hat. Wer macht denn Adlibs und macht Rap nicht? Memo? Das stimmt. Aber Memo hat es halt nie geschafft. Auf meine Platte. Okay, was nicht ist, kann dann noch werden. Ja. Er wollte Dings. Zu viel Blessings. Oh Mann. Oh, lass mal gleich trainieren, Alter. Also ist das ein richtiger Artist jetzt bei Maskulin? Oder wie ist das? Oder wie ja. Machst du das da wie Jalil? Dass du das nur guidest, aber oder weißt du? Nicht. Ja, guiden sowieso, auch bei Jalil weiterhin, aber. Aber. Ja. Gut, dann lass mich mal ein paar Fanfragen durchgehen. Ein paar harte Sachen sind hier am Start auf jeden Fall. Kannst du, Dodash auf Instagram fragt, nach den Höhepunkten, den Tiefpunkten von 2018, Höhepunkte und so haben wir ja schon alles besprochen, viele Sachen haben wir besprochen. Kannst du vielleicht mal einen Tiefpunkt nennen, wo du sagst, das war Karriere oder vielleicht hast du auch Bock, was privat zu sagen, was Absturz war 2018 so. Was du vielleicht jetzt ändern wirst oder so. Lennox wurde... Mein Hund ist gestorben, ja. Ja, das hat uns alle gestorben. Ja, der Arme. Das war auf jeden Fall mies. Ja. War das dieses Jahr? Ich glaube, ne? Februar. Ja, Februar. Wow, Alter, ist das Jahr. Zum Album, kurz vorm Album, ne? Fand ich auch eine nice Sache. Du hast dich dann auf Spotify-Wand verewigen lassen mit dem Hund zusammen. Ja. Das war eine nice Sache. Auf jeden Fall. Oh, Heinrich. Jetzt geht's ab hier, oder was? Film doch mal ganz kurz, was hier los ist, was wir hier machen. Wir sind hier im Octagon-Fieber. Karate wird nie zum Angriff, nur zur Verteidigung benutzt. Jason, nein! Jason, sagst du auch den gemacht? Ein Stein schlägt niemals zurück. Also, was macht das Blaue Licht? Du kommst von Karate Tiger auf Rambo, du Idiot, Alter. Idiot, Alter, das ist gar keine Ahnung. Get the vibe, Dior 2000. Also auf Instagram, The Bang fragt, welche Klamottenmarke findest du gut aus? Jetzt dann natürlich deine eigenen. Wo kriegst du Inspiration her? Und welche Klamottenmarke würdest du empfehlen, wo du sagst, das ist jetzt der Inspiration Shit? Halt, ganzen 90er-Kram, Tommy Hilfiger, Polo Vintage, Polo Sport. Aus dem Iran. Aus dem Iran viele Sachen, ja. Enice, du weißt doch hier die ganze Era da. Fubo und so, weißt du? Die ganzen Sachen. Pelle Pelle auch. Pelle Pelle auch. So selber was tragen. Gab's alles, ey. Notorious gab es, was gab's alles, ey. Oh, so viel. So viel Kram auch da. Geile Sachen, ne? Ja. Gucci ist für mich immer noch geil dieses Jahr. Hält sich sehr lange. Die Yeezys ist ein bisschen am Abkacken gerade. Diese hier, wie heißen die? 350er? Die gehen immer noch. Aber alles, was drumherum rauskommt, ist für mich irgendwie, keine Ahnung. Ja, die sind jetzt in die Massenproduktion gegangen, ne? Ja. Wie, was hältst du von Wave? Hä? Sag mal. Zeig mal deine Schuhe. Ja, du mir sogar geschenkt. Zeig mal diese behinderten Schuhe. Zeig doch mal, ich finde die nice. Ja, ich finde die richtig krass behindert. Du hast doch selber eine Kamera in der Hand, mit der du filmst. Warum gehst du in die Weitwinkel? Film doch einfach nur. Memo, du bist entlassen. Er hat eine Kamera, er geht aber in die. Du bist der geilste Typ. Weil er weiß, wenn er von oben runter filmt, geht's nicht. Das sieht man seinen Puller, den sieht man auch nicht, weil der Bauch zu dick ist. Hast du eigentlich kein T-Shirt an unter dem Pulli? Krass, Alter, du bist da, Bruder, ist da. Geil. Ey, Nico Junge bei Instagram fragt, hast du eigentlich Kontakt zu Jihad? Nee, Spaß. Sag doch einfach nur nein, tritt doch da nicht nach. Der ist so ein Esel, Alter, kannst du gar nicht vorstellen, das ist der größte Esel. Tobi fragt, findet 2019 endlich auch mal ein Treffen mit Kollega statt? Hoffentlich, es liegt nicht an mir. Liegt auch nicht an ihm. Wir ihr seid ja mega busy beide, also das muss man natürlich busy. Busy, aber du bist doch busy. So busy, ey. Er ist doch mega busy. Du bist ja, nee, busy. Aber und ihr wohnt nicht in der Stadt. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist wir auf haben jeden auch Fall. Noch nie einen Termin gemacht. Aber es wird sich jetzt mal geben. Also machen wir einfach mal jetzt. Memo klärt. Memo. Alpha Music Empire. Ist der Sweater im Bundle original Colucci? Nein. Das ist wie die Rolex. Die sind auch nicht original. Das ist Maskulin, Colucci, ne? Maskulin. Colucci. Ja. Aber auch so Jahre zu spät. Also weißt du, wo ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, krass, eigentlich hätte ich das vor 5 Jahren schon machen können. Ja. Gut, aber es auch, damals konnte man es auch nicht umsetzen. Man hatte nicht die Leute.
Ist der gut? Gute Quali? Soll ich holen? Ja, überkrass. Ich schwöre. Ich schwöre dir. Also auf jeden Fall sieht es original aus. Willst du was zu Beko mal sagen? Viele fragen hier, bist du mit Beko irgendwie wieder cool oder so? Ja, der war lange ja in U-Haft. Jetzt ist wieder okay. Lange das Zeit. Das ist die Erklärung, warum er wieder da ist. Genau. Ja. Und er hat jetzt einen Friseurladen und du bist da immer viel. Genau. Und also ja. Ist das Ding. Ja. Alright. Alle Friseurladen ist generell auch in Tempelhof, da wo wir immer waren. Ist das sein Laden? Ja. Ah, bei mir Haircut auf. Hä? Demnächst Haircut bei mir auf Nacken. Ne? Was? Haircut, da ist bei mir, das bin ich ganz empfindlich. Ich wir nutze. Vorbei, machen wir Interview da und dann. Mm. Eine Hand, wäscht die andere. Ah. Ah. Hier fragt einer, und ich muss sagen, das kam schon ein, zweimal auch vor, deswegen lese ich es einmal vor. Ja. Warum hat der mich geblockt auf Insta? Weißt du, wie viele Leute mir immer schreiben? Ja. Ohne Scheiß jetzt. Bei mir ist der und der Rapper hat mich geblockt, Ruse Abi, kannst du den fragen, warum? Bei mir ist nur ein frecher Kommentar, ein frecher Satz, eine unterschwellige, die Leute fragen, warum ich noch nicht so viele Follower habe, wie mein Hype ist, ich block einfach alles weg. Ich like nur allen und block jeden, der ansatzweise Kritik äußert. Richtige Diktatur. Okay. Ist ja auch dein Insta, kannst ja machen. Einer schreibt, hast mies abgenommen. Glaub mir. Was machst du gerade? Also trainierst du? Ich mache jetzt hier mehr Kämpfen und weniger Pumpen. Vielleicht liegt es daran, aber ich glaube, es ist auch. Ich meine, du pumpst ja auch nicht mehr. Früher warst du Pumper einfach. Ja, richtig schlimm, Alter. Sportler. Ja. Das steht dir auch gut. Aber ich finde, Pumpen ist trotzdem, Alter. Ich liebe das, Alter. Hey, Pumpen ist so dumm, Alter. Wenn ich das mache, langweile ich mich nur. Okay. Nee, ich okay. Das, okay. Nee, ich okay. Das, ich kann so trainierst wie ein Profi, weißt du, wie die Profikämpfer, die trainieren ja auch Krafttraining. Dann, glaube ich, bist du richtig krasse Maschine. Also, weißt du, dann so fühlt sich das, du machst ein bisschen Muskeltraining. Du meinst, dass man dann die Auswirkungen sieht? Dann. Ja, dann siehst du das. Ja, auch so optisch, glaube ich, ist das Krasseste. Weil du hast genug Kondi, Cardio, Kondi-Ausdauer. Aber gibt ja auch viele Typen, die kämpfen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ja, so, die trainieren jeden Tag. Die müssen eigentlich aussehen wie gemeißelt, aber die fressen halt einfach Scheiße. Denen ist das, die achten halt nicht auf Ernährung. Das ist schon krass. Wenn du alles perfekt beherrschst, dann ist schon krass. Pumpst du eigentlich? Nee, ne? Hm? Nee. Also, das ist nur Körpergestimmt, ich mich da rein. Ja, nein, ich meine, ich wollte nur mal wissen, ob man pumpen muss, wenn man deinen Sport macht. Nee, ne? Nee, glaube ich nicht. So ein bisschen um. Hilft alles, glaube ich. Ja, hilft wahrscheinlich. Vielleicht sogar nicht, oder? Pumpen, dann bist du auch so ein bisschen. Ja, du kannst jetzt nicht so krass reinhauen wie. Also, hast du auch nicht mehr die Zeit. Weißt du, wenn du da. Na ja, klar, weil gerade hier die Jungs, die da noch auf dem Boden krass sind. Adrian, tatsächlich, der erste Frage ist von Adrian, achte. Wie wird die nächste Star Wars Episode? Ich weiß nur nicht, was. Nächste? Die haben jetzt sogar eine, die wollten eine machen, haben die sogar gecancelt. Ich glaube, die wissen gerade selber nicht. Der Han Solo also, war so schlecht, Alter. Das war so schlecht. Deswegen, die wissen, glaube ich, Disney weiß gerade wirklich nicht, war auch schlecht hier, The Last Jedi, Alter, so ein Scheiß, Alter. Totale. Last Jedi haben die gemacht wie Marvel, so mit Comic und mit lustig und Slapstick und so. Weißt du, der nimmt den. Ich finde, das ist der größte Reinfall gewesen. Das war der schlimmste von allen, The Last Jedi. Ey, von die haben Luke Skywalker und dann cutten aber die so rein. Aber weißt du, dass der Hamilton, der Luke. Der hasst den Film. Der hasst den Film, hat selber in allen Interviews gemacht, so ist nicht Luke und so. Er hat recht. Der kriegst du Lichtschwert. Brauche ich nicht. Aber so Comedy-mäßig so. Ja. Was ist das für ein Film, Alter? Ja. Star Wars ist ernst. Da kannst du nicht dran ändern. Ja, die wollten Marvel. Hauptsache was machen, Hauptsache anders als vorher. Ja, vor allem Marvel-mäßig. Alle Marvel-Filme haben ja so Slapstick. Ja. So. Die denken so, das ist der neue Shit. Die wissen nicht, Star Wars gibt den Ton an. Nicht die anderen, oder? Was Star Wars hat ein eigenes. So krass, boah. Ich könnte mich darüber drei Stunden aufhören. Lass mal eine Serie lang. Lass mal, kannst du nicht ein Format erfinden, wo wir nur über Filme reden? Ja. Ich bin der Todesstern-Talk. Ja. Ja. Imperium schlägt zurück. Nee, der Dings-Talk. Es gibt diesen Robert Hoffmann, kennst du den? Ja, klar. Der macht da Filmkritik. Ja, Filmkritik, genau. Ja, und der Film war voll super. Mann, Alter, ich hab ihn früher gemocht, weil der auch kritisch war. Der nimmt jetzt jeden Film. Ey, das war so super. Und dann war ich im Kino. Und das Erlebnis. Der wird von dem bezahlt, kann das sein? Natürlich.
Ey, aber was für ein... Ja, der hat mich so enttäuscht. Der hat mich so enttäuscht, Dicker. Am Anfang habe ich den immer geguckt, weil ich dachte, okay, geil. Auf, den, auf seine Meinung ist Verlass. Ey, welchen Film hat er gut bewertet? Da bin ich ausgerastet. Warte mal. Der letzte Mission Impossible. Der letzte Mission Impossible hat nicht mal eine Mission. Ja, aber das stimmt. Der letzte Mission Impossible hat nicht mal eine Mission. Das, die behindertste Geschichte, die es schon 3 Millionen Mal gab. Oh, das ist eine Bombe. Und am Ende läuft die Bombe ab und kurz vor Null retten wir die Welt. Das war so schlecht. Ja, aber ich muss sagen, die hat... Stunts, krass. Ja, ich muss sagen, weißt du, wo ich den gesehen habe? Aber hab den nur da geguckt, hätte den zu Hause nie im Kino geguckt. Ich war in Chicago mit Arian, habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, im IMAX geguckt. Das hat Spaß gemacht. Ich habe den Film auch, ich habe ja so einen riesigen, miesen Fernseher, so einen Curve-Scheiß. Ich habe den Film auch 10 Mal geguckt, weil ich mag Tom Cruise und die Szene, dieser Halo-Jump und sowas. Ja, auch die Hubschrauber-Jagd. Ist geil gemacht, aber ich als Filmkritiker hatte erstmal gesagt, naja, Leute, ist schon sehr James Bond-mäßig gewesen. Es war wie James Bond. Aber gut, Mission Impossible immer ein bisschen wie James Bond. Nein. Diesmal nein. War mehr. Nein, war die Serie, die, es gibt eine Serie Mission Impossible, darauf baut es auf. Ja, und die Serie kommt auch aus den 70ern, ist sogar vor James Bond, aber ist was völlig anderes gewesen. Und der erste von Brian De Palma, der erste James Bond, Dicker, das hat, der erste Mission Impossible, sorry, der hat richtig was damit zu tun mit dieser Mission, die die bauen. Und dann aber auch intern, mit dieser Verstrickung, wie intern ein Agent. Und jetzt kommt's. James Bond hat sich über die Jahre an Mission Impossible rangetastet. Wann? Du bist schon so drin, du siehst es gar nicht mehr. Guck dir mal Sean Connery James Bond an. Der kämpft, er hat gegen Feinde gekämpft, die sahen aus wie Dingsmann. Wie Comic-Helden. Mit Unterwasserjacht Das Ding war... Der Stil ist anders. Bei Mission Impossible, die Hauptfigur, die kämpft selber krass. Bei James Bond, er ist Gentleman, er ist mehr bedacht, er ist ruhig, er ist smooth, smart. Dies, das. Der Dings ist ja auch ein bisschen mehr... Jetzt ist James Bond mehr Bad Boy geworden und Tom Cruise ist mehr Good Guy. Der neue James Bond, hast recht, dieser Engländer, wie heißt der? Daniel Craig. Den finde ich eigentlich auch geil. Ich fand auch die neuen James Bond... Ich mag den, aber er ist nicht mehr James Bond. Und das meinte ich jetzt gerade mit der Diskussion. Wie kann man jetzt sagen, ja, Mission Impossible wird wie James Bond? Nein, James Bond ist gar nicht mehr James Bond. Ich kann mich nur nicht mehr so krass erinnern, weil wann habe ich das letzte Mal James Bond geguckt? Der nächste soll ein Schwarzer werden. Will Smith war ja im Thema so mal. Will Smith finde ich auch nicht gut dafür, aber wäre mal geil, ein Schwarzer. Es muss ja ein Engländer sein, das ist Tradition, es muss ein Engländer sein. Die haben ein paar... Tom Hardy wäre krass, aber das wäre auch nicht mehr James Bond. Das ist dann der Neue so. Aber weißt du, welcher Schwarze James Bond werden könnte? Ist der Idris der Engländer? Oh mein. Idris Elba, ja. Oh mein Gott, das ist ein Schauspieler. Das hat auch jetzt gekämpft. Aber weißt du, wer James aus Amerika, wenn das ein Schwarzer wäre, dann würde ich safe... The Rock. Nein, Mann, Dicker, The Rock. Kennst du gerade The Rock? Der ist so schlecht. The Rock-Filme sind gerade so Dings. Kennst du den neuen? Was ist das für ein Film? Skyscraper. Ja, ja. Was haben die da zu tun? Von einem Skyscraper zum anderen. Soll ich sagen, wovon die geklaut haben? Ja. Einfach Stirb langsam eins. Stirb langsam eins, aber auf übertrieben behindert. Ja, kindergerecht. Und ja, genau. Kennst du diesen neuen Film mit Jason Statham? Mac? Mit dem Hai? Geil, Alter. Ich wette mit dir, der Film war eigentlich für The Rock. Der hatte keinen Bock mehr. Er meinte, ey, fick mich nicht. Ich habe ja schon 10 so eine behinderten Filme gemacht. Aber Idris, was ich sagen wollte, der Mann, wie heißt der? Jamie Foxx. Jamie Foxx wäre ein super Schwarzer. Jamie Foxx macht jetzt ein Biopic über Tyson. Er selber spielt Tyson. Sieht er aus wie Chad? Ja. Tyson. Da bist du ein bisschen mehr Gewicht. Aber er kann auch so reden. Will Smith, der Jamie kann alles. Der kann alles. Ja. Aber der Will Smith damals, als er Dingens gemacht hat, Muhammad Ali, der sah auch so aus wie der. Das war so krass. Will Smith ist so peinlich gerade. Ja, der ist. Ich liebe den, ne? Normal, aus Kindheit und so, aber. Behindert. Aber er ist halt. Hauptsache durch, Aufmerksamkeit, Alter. War gerade? Er ist jetzt durch. Was wollte ich gerade sagen? Okay, lass mich hier dich noch. Berlin. Nee. Das Thema machen wir jetzt nicht auf. Zweite Staffel mit Flair. Ja. Im Knast. Auf jeden. Lass machen, wenn du Bock hast. Ja, ich frage mal den Christian. Wenn die guten Charakter bei Netflix haben? Also das kann ich dir jetzt schon sagen, das haben die nicht. Die haben kein Blessings. Die blessen dich aber mit diesen Riesenplakaten. Das ist deren Zucker so. Diese Blessings kann ich mir auch selber kaufen. So, du bekommst
ich muss immer das mal generell sagen, du bekommst viel Liebe von den Leuten, die sagen, du hast rasiert, du sollst weitermachen, die lieben dich, also deine Fans lieben dich, ist ja klar. Ich könnte jetzt auch hier irgendwelche Motivationsreden halten, so von wegen so, ja Mann, und ich werde 2019 alles ficken und sowas. Aber ich bin heute, ich fick eh alle so, ja. Aber ich bin richtig, ich habe richtig was vor. Was ist mit Musik? Du bist ja immer jemand, der auch immer sagt, wo es lang geht, Musikentwicklung in Deutschland, oder zumindest behauptest du das, dass du das immer weißt. Ja. Was, wie wird sich 2019? Ja nach. Wie wird sich 2019 entwickeln? Wieder mehr Street. Ja, ich denke, Deutschland schafft es aber gerade nicht. Deutsche Rapper haben ein großes Problem. Die haben keine Ahnung von Flows. Die haben keine Ahnung von Reime. Und wir hatten ja gerade das Mojo-Thema. Jeder Rapper, der denkt, dass er krasse Reime hat und dass er krasse Ahnung hat von einem Reimschema und von Reimpattern und so, die checken halt einfach nicht, dass sie es nicht checken. Es ist voll anstrengend. Es ist voll anstrengend. Ich kann nicht mehr hören, ich komm vorbei und I'm in a ram in a pen in a mane. Also in viersilbigen Reimen auf die erste Silbe betonen, das kriegst du bei diesen Leuten nicht raus. Weißt du? Das kriegst du bei denen nicht raus. Die können sich tausendmal Drake anhören, die checken nicht wie Drake. Die können sich tausendmal Travis Scott anhören. Der Einzige, der es wirklich gemacht hat, ist Rin. Der kann das. Nemo und so, die machen es, glaube ich, sehr viel aus dem Bauch heraus. So, aber dass ich wirklich die Musik nicht nur von den Melodien, die Melodien sind besser geworden im Deutschrap, die Produktionen sind viel besser geworden im Deutschrap, aber dass die Rapper endlich mal krass rappen und wissen, wie sie die Reime betonen und was sie für Reime setzen, dass das mal so wird wie in Amerika, das vermisse ich halt. Die peilen es nicht. Meek Mill, Alter, in Amerika kriegt der so Anerkennung, der reimt immer auf die Endsilbe, die haben einsilbige Reime. Ja, da geht es ja mehr darum, was er sagen will. Ne? Es ging schon immer nur darum, was man sagen will. Außer bei Eminem. With the Hackett Store, with the Record Store, with the Apple Store, with the Fackett Store, with Edward Norton. Gibst du eine Stille? Kennst du das? What the campaign speech. What the campaign with the Record Store, with the Fackett Store, with the Fackett Store, with the Edward Norton. Neue Flows, Street. Street nicht immer rappen wie Deutschrapper, sondern auch von den Amis, nicht nur von den Amis, Wörter klauen wie Drip und Flip, sondern auch mal die Flows checken. Das würde ich mir wünschen. Wie, Alter. Mehr nicht. Den Rest kriegt ihr alles hin. Dancehall-Beats und Hit-Melodien und so, ist alles cool. Aber wieder ein bisschen mehr Rap. Ich glaube, das geht aber auch gerade dahin wieder. Die Leute sehen auch ein bisschen ist Autotune und so, hat sich jetzt also balanciert. Ich denke, die es können, machen es weiter, die es auch geil gemacht haben. Ja. Aber ich denke, ein paar besinnen sich da doch wieder. Es ist natürlich, wir haben natürlich ein bisschen die Dominanz von diesen Playlists. Die uns drücken ein bisschen. Ach, scheiß da drauf. Ja, du kannst ja auch drauf scheißen, weil du bist ein Album-Typ. Du als Typ funktionierst du gut, die Leute sind Fan von dir gesamtheitlich. Aber ich denke, oder denkst du, das könnte für einen neuen Künstler schwierig sein, sich an neue Musik zu wagen? Man muss so ein bisschen machen, was da abgeht. Ich würde sagen, jeder soll machen, was er will. Fertig aus. Viele wünschen uns Gutes für das neue Jahr. Ich will nur dazu mal sagen, Dankeschön, euch ebenfalls natürlich. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ich guck mal noch eine coole Frage, dann können wir auch hier mal schließen. Wie gesagt, heute wirklich entspannt gewesen. Ich bin auch echt ein bisschen K.O. Ja, alles gut. Kannst ja nicht jedes Mal eine Energiestory raushauen. Hast du noch eine geile Story für die Leute? Eine miese. Letztens, Alter, ich rede mit ihm darüber, über Ernährung und so. Und sag ihm so, ey Memo, er will ja auch abnehmen immer, dann sehe ich ihn aber zwei. Er sitzt bei mir zu Hause auf der Couch, redet von Diät und dann snappt er eine Stunde später auf der Autobahn, wie er Chips isst. Das macht er doch dauernd. Genau. Genau. So, und dann letztens, Alter, da bin ich echt, Alter, aus allen Wolken gefallen. Ist ja Weihnachtsfeiertage, Alter. Und dann snappt der, wie er zu Hause bei seiner Mama ist. Digga, und seine Mama macht nicht einfach nur so Gänsebraten oder so. Die macht Essen und packt es in Konserven, Digga. So Tomatensoße, 50 Dosen selber gemacht. Ja, sag ich ja, aus dem Garten. Die hat Kuchen wie eine Bäckerei. Sie ist Konditorin, Bruder. Ja. Ja, nee. Und dann wunderst du dich, dann erzählst du mir, warum du eine Macke hast wegen Essen. Warte mal, deine Mom ist Konditorin? Das erfahre ich jetzt erst. Warum auf Nackenkuchen
Ach, die ja, sind nicht. Das erste Mal was mitgebracht. Ich wollte gerade, wann hast du was mitgebracht? Schnauze, Mann. Du bist zum ersten Mal was hey, mit. Was du hast noch nie was mit. Du bist nie was hey, mit. Du bringst mir. Nur Quittungen mit, die ich bezahlen muss. Du bist muss. Auch nie bei dir. Du selber bist nie du bei bist dir. Auch nie bei dir. Aber es gibt News. Memo zieht bald nach NRW. Yeah. Echt? Einer von uns. Verräter. Was? Was? Heilbronn represent. Wo soll er hinziehen? Nach Berlin, damit die jeden Tag abgestochen wird? Und damit Schutzgeld. Ja, damit er macht. Ja, Bruder, ich will gar nicht anfangen. Ja. Wo denn, im Ruhrpott? Nee, in der Heilbronn? Okay. 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 Nimmst du gar nicht auf die ganze Zeit? Ah, okay, ich hoffe, weil sonst... Guten Rutsch, Männers. Danke für die Liebe. Danke für den Support. Danke an meine Fans. Danke auch an alle anderen Fans, dass ihr da hört. Du kannst nur haten. Er kann nicht lieben. Er kann auch nicht Danke sagen, ohne zu haten. Danke. Ey, warte, warte. Letztens hatten wir. I'm Champion! Aber damit hast du mich heute gefühlt. Ja, von der Gurne. Vor allem so ein Motivationssong. Geh raus und dann steh noch auf. Raus. Oh, Alter. Ey, weißt geil, du, Mann. Ich wollte gerade sagen, er kann nicht mal Danke sagen, ohne zu haten. Das so, ist so wie wer. Meine Fans hate ich noch nicht. Nein, andere klar. Fans? Andere. Puh, Alter. Nein. Danke auch an. Nein, ihr seid korrekt, aber ihr seid auch Hunde. Nein, nein, Peace, Hip Hop, Love, One Nation under God, Alter. Ja, also, willst du eigentlich zum neuen Album noch was erzählen, bevor ich das ja, wirklich. Wird krass, Alter. Ja, das haben wir gedacht, dass es krass wird. Wir haben, halt verraten, wir haben halt verschoben, weil die Amazon-Vorverkäufe so gut sind, dass wir halt mit denen mit der Produktion nicht hinterherkommen. Also, ja, dann kommen wir gut ins neue Jahr, Alter. Ja, voll geil. Kommt gut ins neue Jahr, Freunde. Wir sehen uns vielleicht im Outro nochmal wieder. Ist noch eine Box übrig zum Verlosen? Oder immer. Ist das Leute, für unsere Freunde von hiphop.de ja. Und für Roos. Yes. Aber gibt's noch eine? Die klar. Jacke war doch ausverkauft. Nein. Die Jacke ist in L ausverkauft. Ach so, okay. XL glaube ich auch jetzt. Na, M wird schon. Aber gut. Irgendwo liegt eine rum. Kriegen wir hin. Gib mir eine L. Ich glaube, L ist das, was am meisten passt. So. Ja. Dann verlosen wir die. Wir sehen uns eben im Outro gleich wieder, Freunde. Das ist ein Jahresrückblick traditionell mit Flizzmeister Flair. Ja, alles gut. Dann wird jetzt trainiert. Jetzt wird endlich schlafen. Also jetzt trainieren, aber dann endlich schlafen. Nur noch chillen. Ich nicht. Essen, ich muss noch ein bisschen arbeiten, aber ich guck mir, wir nehmen vielleicht noch ein bisschen auf, wie André danach schon so. Ja. Dann kannst du. Ich schon nicht. Du meinst Memo. Ich kämpf doch nicht. Zeig mal, wie der André da liegt und nur auf ihn wartet. Okay. Jo, Freunde, wir sind raus. Danke, Memo, fürs Recorden. Wie immer, danke für deinen Bauch. Okay. Noch einen Nacken abgekriegt. Okay. Freunde, wir sind raus. Okay. Freunde, yes, yo! Es ist eine überdimensionale Folge. Ich hoffe, ihr habt ihr in ein Stück geguckt und vielleicht habt ihr auch an zwei Stück. Ich weiß, ich hatte keinen Bock, das in drei Teile zu schneiden. Ich habe mir gedacht, 30. für euch, wir hauen raus, Alter. Ich bin natürlich am Worken und Badewannenfolge wird gleich aufgenommen, während ihr das guckt. Das ist es muss, Bruder, es ist Tradition. Ja, real, Todes-Real Talk, Badewannenfolge. Und dann natürlich am 1.1. PA, wenn ich es schaffe, hauen wir das auch direkt 1.1. raus. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ihr könnt mir natürlich zu den Themen, die Flair angesprochen hat, natürlich heißes Thema Kapital, Till Lindemann, natürlich auch zu den ganzen Jahresrückblicksthemen, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich lese natürlich alles. Und ja, Freunde, kommt gut in 2018, falls wir uns nicht mehr sehen. Ja? Kommt gut in 2019 rein, falls wir uns nicht mehr sehen. Ansonsten... Grüße an die Ultras, Grüße an Flair. Was soll ich noch sagen, Freunde? Freunde!